Dann starten wir. Gut. Sie nehmen auf. Aufnahme läuft. Tür wird geschlossen. Publikum ist bereit, sowohl hier im Saal als auch an den Bildschirmen. Okay, wunderbar. Ja, dann guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich sehr, Sie heute zu unserem Workshop Data Science Projekte von der Anwendung, von der Wissenschaft, fängt gut an, bis zur Anwendung begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christian Beeks und ich werde Sie heute durch diesen spannenden Tag begleiten. Und ich selbst beschäftige mich schon seit ja, mehr als 10 Jahren jetzt mittlerweile mit der Datenwissenschaft, sowohl im Rahmen der Grundlagenforschung als auch im Rahmen der praktischen Anwendung. Und naja, dieser Workshop wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung von Frau Potanin. Sie hat hier sehr tatkräftig mitgewirkt. Und ja, nochmal herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle, dass Sie das machbar oder dass Sie da mitgewirkt haben, mitgeholfen haben und auch die ganzen Fragen dann der Teilnehmer sehr souverän und zügig beantwortet haben. Wunderbar. Gut. Ja, worum geht es in dem Workshop? Wir alle wissen, dass Data Science in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen hat, sowohl in der Forschung als auch in der Industrie. Und ja, wir alle wissen auch, dass es heute nicht nur darum geht, Daten zu analysieren, sondern diese insbesondere auch in interdisziplinären Projekten in den verschiedenen Domänen nutzbar zu machen. Und genau das wollen wir heute angehen und hier in diesem Workshop diskutieren. Ja, sowohl von dem wissenschaftlichen Hintergrund bis hin zur praktischen Anwendung. Ja, warum sind wir heute hier? Unser Ziel ist es, einen praxisnahen Einblick in die Welt der Data Science zu bekommen. Ja, auch wenn dieser Einblick vielleicht nicht sehr umfassend, nicht sehr groß ist, haben wir dennoch drei schöne Themen, die wir hier mal diskutieren können, die wir uns anschauen können. Und ich glaube, die schon mal einen guten Einblick in diese faszinierende Welt der Data Science geben. Wir möchten gemeinsam herausfinden, wie wir von der reinen Theorie, ja, den Datenanalysen, der Modellierung, den neuronalen Netzen, ja, und was auch immer dahinter steckt, zu handfesten Anwendungen kommen, die in Unternehmen, Startups oder auch in Forschungseinrichtungen einen echten Mehrwert bieten. Ja, Data Science ist viel mehr als ein technisches Werkzeug. Es ist eine Denkweise, die uns ermöglicht, in komplexen Problemstellungen datenanalytische Lösungen zu finden. Und damit können wir nicht nur neue Erkenntnisse gewinnen, sondern auch echte Fortschritte in den Bereichen wie Automatisierung, künstliche Intelligenz und auch ja, im Bereich der prädiktiven Modellierung erzielen. Gerade jetzt in einer Zeit, in der Daten die Grundlage vieler Entscheidungen sind, ist es umso wichtiger, diese Daten sinnvoll zu nutzen. Und wir sehen, wie Unternehmen, die ihre Daten intelligent einsetzen, strategische Vorteile gewinnen. Und Data Science ist daher mehr als nur ein Trend. Es ist eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft, die wir benötigen, um Systeme mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Wenn wir also heute in diesem Workshop über Data Science Projekte sprechen, dann sprechen wir nicht nur über technische Details, sondern auch darüber, wie diese Projekte in der Praxis eingesetzt werden können. Ja, lassen Sie uns kurz einen Schritt tiefer in die Materie eintauchen. Morgen. Data Science beginnt oft mit der Frage, was möchte ich aus meinen Daten lernen? Es geht nämlich nicht nur darum, Daten zu sammeln. Das tun viele Unternehmen bereits. Es geht darum, diese Daten in wertvolle Erkenntnisse zu verwandeln, die letztendlich für den einzelnen Anwendungsfall, für das Unternehmen handlungsrelevant sind. Und die Wissenschaft dahinter, ja, die basiert auf etablierten Methoden, wie statistische Analysen, Data Mining-Ansätze, maschinelle Lernverfahren, aber auch künstliche neuronale Netze und viele andere Sachen, die Sie kennen oder vielleicht auch in Zukunft noch kennenlernen werden. Doch was oft übersehen wird, ist letztendlich der Weg von der Theorie zur Anwendung. Wie wird aus einem wissenschaftlichen Modell ein Produkt oder eine Lösung, die in der realen Welt
letztendlich eingesetzt werden kann und dann für das Unternehmen selbst den Mehrwert, den Unterschied macht. Und hier kommt der projektbasierte Ansatz ins Spiel. Ein erfolgreiches Data Science Projekt beginnt immer mit einer klaren Problemstellung. Was genau wollen wir erreichen? Wollen wir Vorhersagen treffen? Wollen wir Muster erkennen? Wollen wir Prozess optimieren? Und endet letztendlich mit einer Nutzung in der Domäne bzw. in der Anwendung mit den Fragen, in welcher Form können wir denn unsere Erkenntnisse in ein nutzbares Produkt, Konstrukt, auch für schönes Wort, einsetzen und letztendlich auch, wie übergeben wir unsere Lösung der entsprechenden Abteilung, der entsprechenden Domäne. Diese beiden Punkte, denke ich, sind entscheidend, um später den Erfolg eines Data Science Projekts zu gewährleisten. Und natürlich ist der Weg nicht immer einfach, ein Data Science Projekt zu starten und erfolgreich abzuschließen, bringt Herausforderungen mit sich. Zum einen müssen letztendlich die richtigen Daten vorhanden sein, was, naja, in der Wissenschaft vielleicht oft der Fall ist, in der Praxis, in der Industrie, aber meistens dann doch erst, naja, oder die Daten müssen dort erst letztendlich noch besorgt werden. Zum anderen erfordert die Implementierung und später auch das Deployment eines Analysemodells, einer Lösung in einer realen Umgebung, die Zusammenarbeit vieler Abteilung, ja, von der IT über die Fachbereiche bis hin zum Management. Doch letztendlich ist die gute Nachricht, mit den richtigen Werkzeugen und einem klaren Projektplan lassen sich diese Herausforderungen meistern. Und eine vorausschauende und strukturierte Herangehensweise ist oftmals der Schlüssel zum Erfolg. Gut. Ach, guten Morgen. Gut, also, wenn wir in die Zukunft schauen, wird der Einfluss von Data Science letztendlich nur noch weiter wachsen. Wir stehen im Beginn eines Zeitalters von künstlicher Intelligenz und Automatisierung. Und in den kommenden Jahren werden viele der Dinge, die heute noch als experimentell gelten, Teil unseres Alltags sein. Denken wir beispielsweise an selbstfahrende Autos, intelligente Häuser oder aber auch an die personalisierte Medizin. All das sind Projekte, die schon jetzt durch Data Science ermöglicht werden. Es liegt an uns, diese Technologien nicht nur zu verstehen, sondern auch aktiv zu gestalten und auch letztendlich voranzutreiben. Ja, und ich würde sagen, lassen Sie uns direkt damit beginnen, denn im Rahmen dieses Workshops haben wir drei wunderbare Beiträge ausgewählt, über die wir heute diskutieren können, über die wir heute Näheres erfahren. Und zum einen hören wir gleich im Anschluss an meine einleitenden Worte den Vortrag zur automatisierten prädiktiven Analytik in der Gepäckabfertigung von Herrn Dorn. Anschließend hören wir von Frau Landes, die heute leider nur online zugeschaltet sein kann, einen Vortrag zum Vergleich von Klassifikatoren für Eye-Tracking, ich frage mich gerade, was auf Deutsch heißt, Eye-Tracking, Augenverfolgungsdaten, so roundabout so ungefähr. Und dann kommen wir noch nach der Kaffeepause zu unserem letzten Vortrag zur Entwicklung einer KI für automatisierte Tierschutzkontrollen in der Schweineschlachtung, auf den ich mich natürlich ganz besonders freue und an dem ich auch mitgewirkt habe, kann ich ja sagen. Ist ja offensichtlich, aber ja, schauen wir mal. Wunderbar. Gut, ja, das sind die drei Themen, die uns jetzt heute in diesem Workshop begleiten, die uns jetzt durch den Vormittag leiten. Und ich freue mich auf einen regen Austausch, auf eine rege Diskussion und wünsche natürlich allen viel Spaß bei diesem Workshop. Und damit können wir jetzt pünktlich um 9.20 Uhr mit dem ersten Vortrag beginnen. Haben wir etwas mehr Zeit für Fragen. Guten Morgen. Ja, ich leite Sie kurz ein.
So, sobald wir die Präsentation sehen, ich glaube, das ist jetzt der Fall. Wunderbar. Gut, dann gebe ich ab an Herrn Dorn. Viel Spaß bei dem Vortrag. Die Bühne ist Ihre. Kurz zu meiner Person, ich bin in Dorn, bin Vollzeit am Flughafen Hamburg beschäftigt und arbeite da als Data Scientist seit 6 Jahren und absolviere gerade nebenbei noch mal ein Masterstudium Informatik an der HW Hamburg und bin dort auch in der Forschungsgruppe Mainz aus Machine Intelligence and Data Science tätig und ja, ich würde jetzt hier gerne mal einen Vortrag mitbringen, der versucht, beides zusammenzufassen, also quasi meine beiden Tätigkeiten aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft. Genau, es geht um automatisierte prädiktive Analytik in der Gepäckabfertigung am Hamburger Flughafen. Und genau, das ist natürlich auch ein Paper. Das soll ich euch da mal zeigen. Genau, was ist quasi die Motivation gewesen zu meinem Vortrag? Zunächst einmal muss ich 2 Geheimnisse kann ich offenbaren über den Flughafen Hamburg. Erste Geheimnis ist, wir haben keine Ahnung über unsere Gepäckmengen, was uns erwartet in der Prognose. Das ist schon mal, was viel überrascht hat bisher. Das ist quasi auch ein bisschen die Motivation gewesen, warum ich das bearbeiten wollte. Und das zweite Geheimnis kommt später. Was ich aber auch dazu sagen kann, ist, ich stelle euch gerne mal das ganze Data Science Team vor. Hier bin ich. Also das ist das quasi einzige Team, was wir haben. Das heißt, wir haben keine wirkliche Data Science Kompetenz am Flughafen bisher. Da wird gerade viel nachgeholt zum Thema KI, aber derzeit bin ich da sehr allein unterwegs. Deswegen war so bisher mein Ziel des Projektes, eine mittelfristige, also mehrere Tage, eine Prognose von Gepäckmengen pro Flug zu errechnen oder zu modellieren durch ein Modell. Und das möglichst automatisiert, damit auch quasi ja, das einfacher wird, das Ganze auch einzuführen bei uns, die KI. Was habe ich dafür gemacht? Ich habe quasi 2 OpenAI-Frameworks evaluiert und gegenübergestellt, um dann das Beste auszuwählen. Und das war alle Lebenszyklenphasen des Machine Learnings und dann habe ich mir auch geguckt, was kann ich mit diesen Prognosen dann später bei uns am Flughafen machen, denn das ist ja einer der größten Kritikpunkte bisher in der Wissenschaft gewesen, was ich aus meinem Review gelesen habe, dass das einfach selten zur Anwendung getragen wird, das was dann in einem Modell oder was gerade modelliert wurde. Genau, zunächst einmal zur Methode. Ich habe mich quasi an diesen ML-Lebenszyklus, den man hier sehen kann, orientiert. Im ersten Schritt bei der Data Acquisition habe ich quasi ein Framework entwickelt, was eine automatisierte Datenintegration ermöglicht. Das stelle ich ganz kurz vor, mein Auto-Join. Und dann nochmal, welche Experimente ich gemacht habe bezüglich AutoML. Da habe ich zum einen die Standardparameter wie AutoML, quasi das AutoML-Framework mitbringen, gegenüber quasi von mir durch Data Science-Kompetenz angepassten AutoML-Parameter verglichen. So wie auch grundsätzlich die Funktionalität, Laufzeit und so weiter, geguckt, was davon besser ist. Und dann habe ich geguckt, das Beste davon in ein sogenanntes Auto-DS-Framework zu integrieren, um quasi noch von einem Low-Code-Auto-DS zu einem Low-Code-Oberfläche zu vermengen. Und da ist die Idee quasi, dass ein Fachexperte, man kann es aber auch noch nicht sehen, aber ich zeige es mal hier, ein Fachexperte soll quasi die Daten hochladen, dann Spalten und Zielwert auswählen, kann ich dann die Daten auch betrachten, wählt dann die Modellmetrik aus, also was quasi wieder optimiert werden soll, dann wird es automatisch trainiert und auch evaluiert. Man kann sich dann Vorhersagen angucken, generisch, und dann wird das Ganze quasi automatisch in ein Docker-Image quasi abgelegt, was dann durch einen Weg der automatisiert in den Betrieb genommen werden kann. Und Anwender kann im Endeffekt wieder die Vorhersagen betrachten. Das soll so ein bisschen das ganze Programm darstellen. Das wird später auch mal in 15 Sekunden ein kurzes Video nochmal dargestellt, wie das Ganze dann im Schnellweg darauf aussieht. Genau, kommen wir zum ersten Framework, was ich implementiert habe, nämlich das Pandas Auto Join für die Bibliothek Pandas von Python her, was in Python verwendet wird. Das Problem an mich, was ich mit dem ich zu tun hatte, waren nämlich reale Daten. Man sieht das hier in dem Bild nochmal, unterschiedlichste Datenkonflikte, zum einen unterschiedliche Bezeichner für die Spaltennamen. In dem einen Programm heißt es Flugnummer, bei dem anderen Flight, bei dem anderen heißt es Flight Number. Liegt einfach daran, dass wir verschiedene Gewerke bei uns tätig haben am Flughafen, die Dinge unterschiedlich interpretieren oder benennen bei sich. Das Gleiche haben wir auch bei der Darstellung der Daten, mal ist es in dem Format oder in dem Format. Oder es gibt auch tatsächlich mal, weil das dann händisch gepflegt wird, welche Typos, Lufthansa statt Lufthansa. Das sind quasi klassische Beispiele, die mal auftreten können bei uns. Und mit diesem Problem wollte ich mich beschäftigen, weil ich verschiedenste Stammdaten oder auch andere Bewegungsdaten zu einem großen Datensatz ja zusammenfassen muss für das Training. Und genau,
Der Ansatz ist quasi, ein EQ-Joint durchzuführen, indem ich Ähnlichkeitsmetriken wie quasi Tierbasierte Distanzen oder Druckbasierte Distanzen verwende. Das sieht man leider nur sehr klein hier, ich versuche es trotzdem kurz zu erklären. Zunächst versuche ich erstmal Nummern und dann Daten quasi zu extrahieren, also mehrere Daten. Und dann versuche ich daraus quasi den Ähnlichkeitsstring über Tierbasierte Distanzen zu ermitteln von zwei Strings, beispielsweise von Lufthansa und Lufthansa. Und dann wird quasi das mit dem tonbasierten Ansatz geguckt, welche Spalten gehören noch zusammen. Also hier zum Beispiel ist ein zusammengesetzter Schlüssel. Ein Flug ist immer nur eindeutig, wenn ein Flug und ein Datum besteht, denn eine Flugnummer kann in der Woche, kann quasi mehrfach vorkommen an einem Tag, beziehungsweise in der Woche, kann ich immer wiederholen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man guckt, also in der L-Handel 1 für jeden Montag, deswegen braucht man immer noch das Datum dazu, um es eindeutig zu machen. Also hier braucht man einen zusammengesetzten Schlüssel. Das Framework habe ich gebaut und habe das Ganze natürlich auch evaluiert und komme dann zu den Ergebnissen, dass ich quasi, also erstmal habe ich quasi das Ganze mit einem Benchmark-Datensatz verglichen. Das hat Microsoft zur Verfügung gestellt, das kann man sich auch runterladen. Das sind 31 Join-Aufgaben mit unterschiedlichen Datenkonflikten, die es dazu gibt, die Microsoft zur Verfügung gestellt hat. Ist ein Daten, also der bezieht sich auf Daten aus dem öffentlichen Web. Und kommen dann quasi zu den Ergebnissen, nachdem ich diese Metrik gebildet habe, oder einmal Precision, Recall und F1, wo ich einfach gesagt habe, die Anzahl der Zeilen aus dem Manual Join, also quasi die Ground Truths, die ich quasi nutze, wird dann verglichen mit dem, was mein automatischer Join erzeugt, weil wird geguckt, wie gut das funktioniert. Und mein Framework schafft es dann tatsächlich, mittelmäßige Ergebnisse zu erzeugen. Man sieht es hier in der Tabelle nochmal verteilt. Die besten Ergebnisse kommen bei einem Grenzwert, der entscheidet, ist das nun. Gehören die nun zusammen, die Werte, also die quasi per Ähnlichkeitstransformation wie Level Stein zusammengefügt wurden, gehören die zusammen oder nicht? Mit einem Grenzwert von 0,4 bis 0,5 bis 0,6 kriege ich also die besten Ergebnisse bis 0,6 F1 vor, was man hier sehen kann, das ist auch quasi dann das beste Ergebnis. Und betrachtet man sich das nochmal etwas genauer für die einzelnen Datensets, die es gibt, da gibt es unterschiedliche irgendwelche Songnamen, die ja Christmas Songs, die irgendwie zusammengefasst wurden, und unterschiedliche Problemstellungen, Datenkonflikten oder. Texas Governance werden wir auch nochmal zusammengefasst. Und dann funktioniert das mal sehr, sehr gut, wo dann quasi der F1 vor dann bei 100 liegt, oder bei 1,0, besser gesagt. Und es gibt auch, wo es gar nicht funktioniert. Also sehr durchwachsen. Die Laufzeiten kann man auch nochmal sehen. Also es gibt auch welche, die sehr, sehr schnell funktionieren. Das sind Sachen, die schon oder Daten, die sehr gut vorbereitet sind, also wo es nicht so viele Datenkonflikte gibt. Und es gibt einige, wo die Laufzeit sehr schlecht ist, wo es einfach daran liegt, dass das sehr lange Textteile sind, die sehr stark transformiert werden müssen, bevor es überhaupt funktionieren kann. Das Fazit ist eigentlich, dass die automatische Datenintegration sehr stark von den Ergebnissen abhängt. Also es gibt manchmal Daten, da geht das gar nicht. Also da kann man es gar nicht wirklich über dieses Verfahren zumindest zusammenfügen. Genau, kommen wir jetzt zum Data Engineering-Teil, also quasi der nächste Abschnitt des ML-Lebenszyklus. Zunächst einmal habe ich die Daten vorverarbeitet, also die Daten kommen aus unserem Flugbuch, da sind alle Flüge dokumentiert, das müssen wir gesetzlich auch tun, dass wir alles aufschreiben müssen. Außerdem bediene ich mich an die Daten der Gepäckanlage, also alles, was quasi, alle Kofferstücke, die quasi da durchlaufen, werden einmal gescannt automatisch durch den 3D-Scanner, dass sie werden da maschinell erfasst. Und ich bediene mich natürlich auch aus den Ferien und Feiertagen aus öffentlichen Daten, vom Kultusministerium zum Beispiel, da sind die alle hinterlegt, die Schulferien zum Beispiel. Und diese Bewegungs- und Stammdaten, die es in den verschiedenen Systemen gibt, habe ich dann quasi vereint. Und genau, dann habe ich eine kleine Bereinigung durchgeführt, die man automatisch durchführen konnte, nämlich alle Datensätze, die keine Gepäckstücke haben, wurden automatisiert entfernt. Das ist ja ein Label, was ich ausgewählt habe. Das heißt, da war es relativ einfach zu sagen, Flüge, die gestrichen wurden oder Flüge, die einfach keine Gepäck mehr transportiert haben, können gleich entfernt werden. Die sind für mich nicht interessant. Also ich rede nicht von Null, sondern wirklich keine Gepäckstücke. Weil einfach der Flug nicht stattgefunden hat zum Beispiel. Und die automatische Bereinigung, habe ich dann festgestellt, wie viel dann soweit, ist ein bisschen schwer, denn wenn man sich vorstellt, dass in diesem Datensatz die ankommenden Flüge und die abfliegenden Flüge zusammenliegen, gibt es Attribute, die nur im Abflug und Attribute, die nur in der Ankunft gepflegt sind. Beispielsweise gibt es das Boarding logischerweise nur im Abflug. Und das ist halt dann bei uns 50% Flug logischerweise, weil 50% Ankunft, 50% Abflug haben. Da gibt es noch andere, wie zum Beispiel das Gepäckband in der Ankunft, das ist auch nur in der Ankunft logischerweise gepflegt. Würde man da jetzt pauschal sagen, alles entfernt, was 50% oder weniger, würde das tatsächlich zu einem leeren Datensatz führen. Das heißt, hier muss man das Fachwissen wieder mitbringen, dass es da diese Unterscheidung zwischen Ankunft und Abflug gibt. Das ist ganz wichtig.
Das macht diese automatisierte Reinigung schwer. Was ich auch vornehmen muss, ist halt quasi eine Validierungsprüfung, nämlich durch den Füllgrad. Der Füllgrad ist nichts anderes als die Anzahl der Passagiere durch die Anzahl der möglichen Sitzplätze einer Maschine. Das ist ein Prozentsatz und ich habe so gesagt, so wegen der Toleranz unserer Stammdatenpflege, dass ich quasi alle Flüge, die 105% Auslastung haben, ist es noch okay, alles darüber ist tatsächlich Quatsch. Und davon gab es einige, die tatsächlich irgendwie 3000 Passagiere haben auf dem Flug. Also da gibt es auch keine validierten, geprüften Daten. Das musste einfach manuell gemacht werden. Und dann habe ich mich natürlich mit dem Label beschäftigt, nämlich die Anzahl der Gepäckstücke, die für mich interessant sind. Da haben wir bei uns zwei Datenquellen. Zum einen, wenn der Land Agent, das ist quasi die Abfertigung des Flugzeugs verantwortet am Ende, der hat ein Loadsheet, da steht dann drauf, wie viel Gepäck hat er verladen oder wurde verladen von seinen Kollegen. Und diese Daten, wie zum Beispiel die Anzahl der Gepäckstücke, wird quasi dann händisch in ein Tool eingegeben und dann als Nachricht von dem Flughafen, wo die Maschine abfliegt, quasi an uns geschickt. Und da steht dann drin, so und so viele Gepäckstücke werden euch dann in einer Stunde, wenn der Flug da ist, erwarten. Das ist dann auch das erste Mal, dass der Flughafen Hamburg weiß, so viele Gepäckstücke werden uns in einer Stunde erwarten. Nicht vorher. Und das ist das Problem, denn das ist halt eine menschliche Pflege, was dann dort in diesem sogenannten Load Message in den Ladenachrichten passiert. Und die sind halt auch leider voller Fehler, die ich feststellen konnte. Teilweise wurde auch einfach mal quasi Gepäckgewicht, was es auch als Eintrag gibt, und Gepäckmenge vertauscht. Das heißt, wir hatten einfach mal einen Flug mit irgendwie 8000 Gepäckstücken oder sowas, weil einfach dann das Gewicht gemeint war in Kilogramm. Das ist halt dann einfach dann, weil einfach Daten, der sich nicht entfernen musste. Das konnte ich natürlich relativ gut erkennen, aber irgendwann war es ja schwierig, da den Unterschied festzustellen. Und deswegen war die semantische Bereinigung schwer. Der zweite Ansatz war deswegen zu sagen, den habe ich dann noch angenommen, ich nehme einfach die Gepäckmengen aus dem Abflug, das ist die Gepäckanlage, und die sind halt validiert. Und da bin ich davon ausgegangen, dass ich dann einfach dann die Passagiermengen nehmen konnte, die wir quasi auch validiert haben tatsächlich. Im Nachgang haben wir die validiert für unsere Qualitätskontrolle und habe dann quasi per Dreisatz aus der Ankunftsgepäckmenge, aus der Abflugsgepäckmenge konnte ich dann quasi die Ankunftsgepäckmengen ableiten, indem ich einfach den Gepäckabflug durch den Passagiermengenabflug geteilt habe und einfach mal die Passagiermengenankunft mal multipliziere und dann habe ich zumindest einen geschätzten Wert, wie viel Gepäckmengen ich in der Ankunft erwarte. Ist ganz wichtig zu merken, ist halt wirklich nur ein geschätzter Wert. Ja, ganz kurz einmal, ja. Warum ist P-Ankunft und P-Abflug unterschiedlich? Warum ist die Personenanzahl Abflug und Ankunft nicht gleich? Weil das ist die Passagieranzahl und das sind zwei unterschiedliche Ereignisse. Es sind nicht mehr die gleichen Personenmengen. Wenn eine Maschine ankommt, steigen Personen aus und wenn Personen wieder abfliegen, sind das andere Personen. Das sind unterschiedliche Mengen. Da muss ich nachfragen, warum macht das dann in einer Form Sinn? Weil das ist quasi eine Annahme, die ich hier getroffen habe, das muss ich halt auch erwähnen, dass ich das halt bei gleichen Flughäfen mache. Das heißt, ich nehme einfach an, proportional, das ist ja ein Dreisatz, proportional quasi die gleiche Menge, die ich im Abflug angenommen habe, bei der Personenanzahl wird sich auch in der Ankunft bewegen, wenn die auch wieder nach Mallorca fliegen, zum Beispiel. Wenn sie aus Mallorca kommen, 100 Stück, mit 50 Gepäckstücken, und es fliegen wieder 100 Leute nach Mallorca, dann erwarte ich auch, dass es 50 Gepäckstücke sein werden. Das heißt, das ist für unterschiedliche Flüge. Das ist für unterschiedliche Flüge, ja. Das ist jetzt nicht die Gesamtmenge für alle, klar, das ist natürlich pro Flug gedacht. Das ist ja mein Label, ist ja immer quasi pro Flug, was ich versuche vorher zu sagen. Okay, dann komme ich zum Data Analysis Part. Was kann man hier schon sehen, ist die Flugentwicklung. Man sieht, dass die Ereignisse unterschiedliche Einflüsse haben. Wir hatten mal einen Stromausfall 2018 im Juni, hatten kaum Impact auf die Flugentwicklung, wie zu erwarten. Covid-19, das ist ja auch wieder gerade in aller Munde hier, das hat einen extremen Impact auf unsere Flugentwicklung. Das sieht man an der hellgrauen Kurve, dass es sich wieder erholt langsam. Und was ganz spannend zu sehen ist, dass wir ein verändertes Gepäck- und Flugverhalten haben seit Covid-19. Man sieht nämlich in dieser etwas dunkleren grauen Kurve, die wieder diesen Ladefaktor in Prozent, also wie voll eine Maschine ist. Und der ist tatsächlich ähnlich hoch wie vor Corona, auch wenn wir deutlich weniger Flugbewegung haben. Das liegt einfach daran, dass wir deutlich größere Flugmaschinen im Einsatz haben von den Airlines und die auch sehr, sehr gut gefüllt werden von den Airlines. Also die werden trotzdem voll. Das war vor Corona tatsächlich anders. Also die haben deutlich mehr Kapazität für Gepäckmengen aktuell durch größere Flugmaschinen. Wenn man sich nochmal die metrischen Korrelationskoeffizienten ansieht, sieht man auch, dass halt in der Corona-Zeit sich das ein bisschen verändert hat. Es hat sich aber dann wieder relativ zu den Werten von vor Corona erholt. Trotz allem habe ich mich dazu entschieden, dann quasi nur die Daten aus 22 und 23 zu verwenden fürs Training,
Und was ein bisschen älteres Paper, deswegen habe ich jetzt nicht 24 berücksichtigt. Und komme dann, also kann ich auch hier nur sagen, auf 173.000 Zeilen und 16 Attribute. Und ein Fazit ist natürlich für das Ganze, auch hier ist wieder Domänen, wissen halt irgendwie notwendig, die Datenverarbeitung notwendig wirklich durchzuführen, sinnvoll. Gut, ganz kurz eine kleine Einführung, was AutoML ist. Ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist. Es gibt entweder die Option, man kann Code schreiben für Datenvorverarbeitung, fehlende Daten, Kreuzvalidierung, Expanded Data AI und so weiter und so fort. Oder macht das Ganze halt in, einfach mal in 5 Zeilen, das geht auch. Das ist quasi AutoML, das ist das Ganze deutlich vereinfacht, was dann quasi alles automatisiert durchführt mit einem vorbereiteten Datensatz. Man muss im Prinzip nur die Daten einfügen und dann sagen, was möchte man eigentlich vorhersagen, deswegen, und dann wird alles ja automatisch gemacht. Und dafür habe ich 2 mir genau angeguckt. Einmal das PyCarrot, das ist für 2020, ist für maschinelles Lernen gedacht. Es hat ein sehr schnelles Training, hat viele Modelle, also 20 Stück innerhalb von 11 Minuten durchprobiert, trotz einer 10-fachen Kreuzvalidierung, was das Ganze natürlich auch zuverlässiger macht, und hat dann einen mittleren Wert von 10,21 Gepäckstücken pro Flug im Durchschnitt im Fehler, was schon gar nicht so schlecht ist, der Wert, auch ein R2-Wert von 0,95. Hat einen sehr, sehr hohen Funktionsanfang, deswegen habe ich hier noch Plus-Plus gegeben, also man kann Rollfeatures machen, man kann erklärbare KI direkt einsetzen, das Deployment ist auch direkt implementiert, also man kann da quasi alles drüber laufen lassen, auch das Modell drüber exportieren, das ist alles sehr, sehr schön, das Interface dazu. Der Nachteil ist natürlich auf der anderen Seite, wieder, es gibt viel zu viele konfigurierbare Parameter, die Einfluss haben auf die Leistung. Also ich habe tatsächlich mal Standardparameter ausgeführt, habe dann Ergebnisse bekommen, ich glaube irgendwas mit mittleren Fehler von 12. Durch die Anpassung meiner Parameter kam ich dann auf die guten Werte 10,21. Habe ich zu viel dran geschraubt an der Vorverarbeitung, die man auch mit dem Framework machen kann automatisch, haben sich die Ergebnisse wieder verschlechtert. Also die richtigen Wahl der Parameter haben sehr, sehr starken Einfluss auf die Ergebnisse später. Deswegen habe ich mir noch ein zweites angeguckt, nämlich auch OpenKeras von 2023. Der wiederum erzeugt automatisiert ein neuronales Netz. Da gibt man quasi nur einen Parameter primär ein, nämlich wie viele Versuche darf ich oder habe ich. Und wenn ich ja quasi sage, okay, ich lasse zweimal durchlaufen, dann versuche ich 2 neuronale Netze abzuleiten. Am Ende kommt dann ähnliche Ergebnisse raus, aber bei einer sehr, sehr langen Laufzeit wird man nach 120 Minuten, macht ja auch 12 zu 10 im Prinzip, das war schon sehr, sehr lange, kam dann auch zu dem Ergebnis, dass die sehr, sehr ähnlich sind von den Ergebnissen, aber trotzdem ist noch das PyCarrot besser. Und das Problem, was ich auch festgestellt habe, wenn man quasi nur eine Suche durchführt, hat er tatsächlich auch zu Overfitting geführt. Weil dann hier einfach durch die Überanpassung wurde dann einfach ein Dropout-Layer nicht mitgefunden und deswegen hat er dann halt dieses problematische neuronale Netz erzeugt, was man natürlich gar nicht nehmen sollte. Ausgeführt habe ich das Ganze auf einem MacBook OM1, nochmal so für die Vollständigkeit. Genau, dann kommen wir auch schon zu meinem AutoDS-Framework, das was ich quasi zusammengeführt habe. Was habe ich da gemacht? Ich habe aus Low-Code gemacht, zwar für PyCarrot, seine Benutzeroberfläche dafür. Und genau, das Ganze, die EDA, also die explorativen Datenanalyse, ist dann mit Pandas Profiling realisiert. Und das Ganze lässt sich komplett nutzen ohne jegliche Programmiererfahrung. Das heißt, es kann jeder Fachanwender, Fachexperte gerne nutzen. Und es wird auf GitHub natürlich angucken. Und das ist dafür jetzt gedacht, dass man ein Prototyp, zumindest Regressionsmodelle für alle Datendomänen, die es gibt, zu nutzen. Das ist jetzt nicht nur für Backmengen, obwohl die AutoML-Parameter sind dafür eingestellt aktuell. Aber theoretisch lässt sich das für alle Datendomänen dynamisch einsetzen oder universell, nachdem man es nennen möchte. Das Ganze ist halt an den ML-Lebenszyklus orientiert, also es gibt eine geführte Navigation links an der Leiste, wo man sich dann durchnavigieren kann. Und wie das Ganze jetzt aussieht, werde ich einmal kurz in einem 60-sekündigen Video rechts zeigen. Gerne mal aufgucken, es geht 60 Sekunden sehr, sehr schnell, aber nur, damit man einen Eindruck bekommt, wie das Ganze dann aussieht, wenn man es durchlaufen lässt. Wenn dann zwar die Werte eingegeben, man kann dann das Zielbild auswählen, EDA-Gewicht angucken. Dann wird das Training ausgeführt, man kann sich auch da die Zwischenergebnisse angucken und am Ende nochmal die Modellperformance betrachten. Dann das Ganze deployen, man kann ein paar Testvorhersagen machen und dann kommt man auch schon ganz am Ende zu der Deployment-Schnittstelle, nämlich da, wo man quasi dann die API direkt ausprobieren kann oder in das Docker-Image schon erlernen kann oder direkt quasi in einen Deployment-Prozess quasi schieben kann. Das ist quasi der ganze Ablauf, mehr in 60 Sekunden. Allzu viel Zeit wollte ich jetzt auch nicht stehlen. Genau, im Einsatz von AutoDS ist mein Fazit erstmal, die Evolution durch Gepäckmengenvorhersagen ist durchaus machbar. Ich muss sagen, dass da kam sehr, sehr gut Ergebnisse raus, habe ich selber sehr, sehr überrascht. Das ausgewählte Ziel war jetzt in meinem Durchlauf auf der AutoDS Low Error, also quasi ein niedriger Fehler, das quasi das, was dahinter steckt, im Prinzip den RMSE quasi zu minimieren.
Das war quasi dann das Zielwert und hat die gleichen Modelle oder die gleichen Modelle gehabt wie im Experiment, war aber auch zu erwarten, da ich jetzt die gleichen Outfit-Parameter übernommen habe. Und mein Fazit, was ich auch schon gesagt habe, war ja, dass die Wahl von Outfit-Parametern Einfluss auf die Ergebnisse hat. Und das Tool, das ist mein, auch einer meiner Fazit, ermöglicht selbstverständlich eine zeitökonomische Modellentwicklung. Dazu komme ich später auch gleich nochmal. Und das Ganze fördert meines Erachtens auch die Demokratisierung von KI-Unternehmen, denn das kann ja auch benutzt werden, ohne dass man Python beherrscht oder sich zwingend mit AutoML-Algorithmen auskennt, weil das ja vieles automatisiert passiert, zumindest für den ersten Wurf. Und jetzt kommen wir zur Anwendung, eigentlich der spannendste Teil. Was haben wir mit diesen Vorhersagen gemacht, die relativ gut waren? Erstmal habe ich mir die Eintreffzeit von den Gepäckmengen am Check-In-Schalter angeguckt, und zwar so ein bisschen eine Verteilungskurve mir angeschaut. Und das betrachtet jetzt mal alle Airlines als Beispiel, kannst du individuell für jede Airline machen, aber aufgrund des Datenschutzes wollte ich jetzt hier nicht die Airlines aufzeigen, was wir da haben, das dürfen wir auch gar nicht. Von daher ist hier ganz interessant zu sehen, dass sich die meisten ungefähr 2 Stunden vor Abflug, vorgeplanten Abflug, ihre Gepäckmengen abgeben am Check-In-Schalter. Das verteilt sich schön nach fast schönen Glockenkurve, aber nicht so ganz. Das Ganze habe ich dann multipliziert, also die relativen Anteile der Gepäckmengen verteilt, habe ich multipliziert mit der prognostizierten Gepäckmenge. Also im Prinzip der Wert 220 Minuten vorher, wenn der Flug um 8 Uhr ging, habe ich um 6 Uhr bei 100 Gepäckstücken, wenn ich jetzt 20% habe, die 20 Gepäckstücke, die dann quasi hier auf die 6 Uhr Balken auf- oder einzahlen, das aufsummiert, ergibt dann diesen schönen Graphen, das ist leider nicht so schön erkennbar hier im Raum, aber online hoffentlich. Es gibt ja, wie man sieht, eine sehr hohe Übereinstimmung in den Spitzen, ist ein bisschen abweichend, aber schon eine sehr, sehr gute Vorhersage. Das Problem war, dass ich in diesen Werten natürlich mit Passagiermengen gerechnet habe und für die Inferenz brauche ich natürlich auch dann eine Passagiervorhersage. Das wiederum ist auch bei uns eine eigene Prognose. Deswegen habe ich auch mal betrachtet, wie das Ganze aussieht, wenn ich es ohne Passagiermengen mal vorhersage. Und habe das dann auch hier nochmal drin, auch das hier nochmal zur Vollständigkeit halber. Was ich gemacht habe, ist übrigens Training von 22 bis 23. Und habe dann 30 Tage im Voraus, also den 30.01.2024, mit ungesehenen Daten vorhergesagt. Und man sieht dann hier, dass es leichte Abweichungen in den Spitzen sind, aber dennoch so die Tendenz passt auch ohne die trainierten Passagiere ganz gut. Und was dann auch hilft, oder was man auch erkennen kann, ist quasi das hier alles, diese kleinen bewegenden Daten hier, das sind quasi alles im Vortag, das sind sogenannte Vorabend-Check-Ins, die man bei uns machen kann. Man kann das quasi ja, ein Set-Package-Stop-Automat, wo man selber Gepäckstück aufgeben kann, das vorher tatsächlich treiben. Und da gibt es auch Gepäckmengen, die vorhergesagt werden. Und die stimmen auch relativ mit den Gemeinden, die tatsächlich stattfinden. Und das hilft uns natürlich auch unseren Gepäckspeicher, die wir eben aus dem Raum, also wo die Gepäckchen dazwischen gelagert werden, dass wir den besser planen können von der Kapazität. Das Ganze kann man sich vorstellen, unterstützt natürlich durch bessere Spitzenvorplanung. Also wir können dann Mitarbeiter, die dann gezielt am Gepäckschalter stehen, unterstützen, viel besser einsetzen. So, vielleicht mal einen Mitarbeiter haben, wenn das halt vielleicht nicht so voll ist und vielleicht hier in der Spitze vielleicht 3 Mitarbeiter, die unterstützen bei der Gepäckaufgabe, um so ein bisschen eine bessere Vorplanung zu machen. Das Ganze im Unternehmen eingesetzt, was ganz spannend war, dass diese Shapley Value aus dem Explainable AI ist auch direkt generiert aus dem AutoML Framework, haben geholfen, dass der Fachbereich ein Vertrauen aufgebaut hat und das dann auch als Lösung akzeptiert hat, sodass wir es auch einsetzen können, das Modell. Also für ihn, folgendes zur Erklärung. Ein magentafarbener Wert bedeutet, dass das eher ein höherer Feature-Wert ist, also mehr Distanz zum Flughafen, dann mehr Passagiermengen. Und eher weiter nach rechts eingeordnete Punkte sind eher dafür, dass der Prognosewert eher höher eingestellt wird, weiter links, dass er niedriger eingestellt wird. Und man erkennt zum Beispiel, dass eine höhere Distanz zum Flughafen dazu führt, dass die Prognose eher höher eingeschätzt wird. Das lässt sich auch nachvollziehen, wenn der Flug in die Türkei geht, immer mehr Gepäckstücke mit, als wenn man jetzt nach Frankfurt fliegen würde, weil er vielleicht noch eine Dienstreise ist. Und die Anzahl der Passagiere natürlich auch Impact, umso mehr Passagiere, umso mehr Gepäckmengen nimmt man mit. Und so zieht sich das durch. Und diese Werte haben tatsächlich geholfen, dass der Fachbereich sagt, ah ja, stimmt, so würde ich auch entscheiden, wenn ich einen Prognose vornehmen würde. Das hat sehr geholfen. Und die bisherige Methode, das der Fachbereich gemacht hat, um eine Prognose zu machen, ist ein Durchschnitt der Flugnummer über 30 Tage. Das war's. Und das Problem ist da, dass wenn es eine neue Flugnummer gibt, und das passiert relativ häufig, dann nimmt der Fachbereich aktuell an, dass da keine Gepäckstücke erwartet werden, also null wird wirklich angenommen, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Die neue Methode mit dem Machine Learning, in diesem Fall bei mir, was mal in Outland herausgesprochen habe, bei XGBoost, ist dann 38,6% besser in den Ergebnissen. Und was man auch noch sehen kann, was ganz spannend ist, dass es beim Saisonwechsel, dass es immer quasi, wenn die Uhren umgestellt werden, wechselt der Flugplan von Winter auf Sommer oder Sommer auf Winter. Das ist auch etwas, was man vielleicht gar nicht so vorstellt, das ist in der Uni.
Es gibt Winterflugbahnen, es gibt Sommerflugbahnen. Und auch da hat es einen direkten Einfluss bis auf das Modell. Man sieht es hier, mein Modell hat sich um 3 Gepäckstücke durchschnittlich verschlechtert. Aber das Modell von meinem Fachbereich bisher verschlechtert sich um 7 Gepäckstücke, also bin ich immer noch deutlich besser. Und das hat uns ein bisschen auch dazu geführt, das Ganze auch einzusetzen. Was wir jetzt treiben, ist nämlich auch schon nutzen, um das als Proof of Concept zu verwenden. Und bevor wir es dann ganz teuer in die MLOps-Pipeline überführen, das ist nämlich ein deutlich teurerer Schritt. Und jetzt nehmen wir einfach mal AutoML, nehmen die Daten, packen es da rein und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Und das nutzen wir dann, um zu entscheiden, ob das eine weitere Folge oder nicht. Das Training dahinter ist dann auch sehr, sehr günstig in unserer Azure Cloud. Da liegt dann auf der Architektur kurz ein. Wen es interessiert, sind dann 9 Minuten pro Training für das komplette AutoML durchlaufende Inferenz. Und wir sind dann bei ungefähr 50 Cent pro Durchlauf. Das ist natürlich sehr günstig. Und das Ganze ist jetzt auch geplant in unserer Personaldisposition. Das heißt, es soll mit diesen prognostizierten Gepäckstücken pro Flug und auch mit diesen Grafiken davor dann tatsächlich auch unsere Gepäckfahrer draußen besser disponiert werden. Weil aktuell, wie gesagt, schätzen sie es halt mit diesem 30-Tage-Durchschnitt, teilweise mit 0 Gepäckstücken, fahren dann mit einer Person, am Ende ist das eine türkische Airline-Flug oder wie auch immer, die neu ist. Und da sind dann auf einmal brauchen eigentlich 3 Leute, um das zu verladen, was da rausgeht. Das heißt, das hilft deutlich besser in der Vorplanung. Teilweise wieder bis zu 30 Tagen oder mehr. Rein theoretisch können wir sogar bis zu 180 Tagen sogar sagen, so viel Daten hätten wir am Flugplan, maximal für eine Saison vorgültig. Genau, kurz zur Architektur, wen es interessiert. Das ist das ganze Konstrukt, was ich da aufgebaut habe. Wir haben unser Data Warehouse hier im Kleinen, links mit SAP gekennzeichnet, das wir auch die Online-Version haben besprechen. Und der versorgt uns quasi mit den Daten in unserer Azure Data Factory. Dort werden die Daten per ETL-Pipeline von mir reingezogen in unseren großen Data Lake Storage, den wir dort verwalten. Und daraus bediene ich mich dann quasi in Machine Learning Studio. Das ist quasi dann unsere Entwicklungsumgebung, die auch man auch lokal nutzen kann über die direkte Schnittstelle Visual Studio Code. Und da wird das quasi dann entwickelt, das Modell zwischengespeichert und die Ergebnisse werden dann wieder zurückgeschrieben. Und was dann jetzt noch geplant ist, ist quasi einen sogenannten KI-Hub. Denn derzeit geht es über Synapse, sodass quasi als virtuelle Tabelle wieder als Datenbank zur Verfügung stellt, dass dann Fachbereiche das dort in der Datenbank konsumieren können. Schön ist, was ich jetzt aktuell plane, ist, als nächstes Projekt den KI-Hub zu entwickeln, wo dann jeder Fachbereich sich frei an Prognosen bei uns wie ein Marktplatz quasi bedienen kann, als klassische Restenstelle für seine Systeme, die wir haben. Genau, dann kommen wir auch schon zur Zusammenfassung und Fazit. Zunächst einmal die Erkenntnisse, die ich jetzt durch dieses Paper und auch diese Projektarbeit entwickelt habe, werden trotz dieser bekannten Limitationen eingesetzt. Also die Limitationen sind ja zum Beispiel, dass wir für die Ankunftsgepäckmengen nur diese Approximation haben, diese Schätzung. Das ist ja keine genauen Werte, da versuchen wir gerade durch Handscanner und Magneten zu arbeiten, dass wir genaue Werte bekommen. Aber trotz all dieser Limitationen sind das super Erkenntnisse. Und zum Beispiel auch mit dem AutoML, was ich erzählt habe, das nutzen wir jetzt halt für Proof-of-Concept-Ansätze. Und was auch ein zweites Fazit ist, dass die manuelle Datenintegration und Datenvorverarbeitung tatsächlich Pflicht bleibt, dass es manuell stattfinden muss. Es ist einfach zu schwierig, diese ganzen Datenkonflikte zu lösen. Es ist zu viel Domänenwissen wichtig. Gerade am Flughafen gibt es auch sehr viele Spezialwissenspunkte dann, die man einsetzen muss, um das richtig zu verwalten oder richtig einzusetzen. Und AutoDS ist auch einer meiner Fazit, was ich als Framework entwickelt habe. Ist meines Erachtens eine Möglichkeit, wirklich uns Zeit für eine Modellentwicklung zu betreiben. Das verwendet wir aktuell im Flughafen nicht, aber es wird überlegt, ob man es ja doch einbaut, vielleicht doch mal nutzt, dass man Fachanwender es vielleicht auch mal nutzen kann, also Leute, die gar nicht mit der IT zu tun haben, dass sie einfach mal ihre Daten reingeben können. Und was ich so ein bisschen als Ausblick sehe, ist halt quasi die weitere Forschung in der automatisierten Data Science, nämlich zum Beispiel in den Einsatz von LLMs. Für fachlich spezifische automatisiertes Data Engineering, also da könnt ihr euch auch einen LLM fragen, was gibt es für Besonderheiten bei Flugdaten, dass man vielleicht zwischen Ankunft und Abflug unterscheiden muss, bei gewissen Attributen. Oder auch, was ich auch spannend finde, als weiteren Aufblick ist so eine Überparameteroptimierung für diese AutoML-Frameworks, also zum Beispiel für PyCabel. Wie kann der automatisiert die besten Parameter finden, so dass meine Ergebnisse im AutoML-Durchlauf dann quasi die besten sind? Und damit komme ich jetzt auch zum Schluss und wünsche jetzt noch einen guten Flug, sollte nach Hause fliegen. Und ich freue mich natürlich dann über Fragen. So, mit so viel wenig FPS fliegen unsere Flieger nicht, die fliegen ein bisschen kontinuierlich aus. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Gibt es Fragen hier im Raum?
Ich denke, wir sollten das Mikrofon benutzen, damit auch die Leute online das mitbekommen. Ja, das stimmt. Ich hätte eine Frage zur Folie 13. Da fiel in dem Zusammenhang mit der Folie fiel der Begriff des Shapley Values. Damit kann ich viel anfangen und deswegen wundere ich mich, wie Sie da den Zusammenhang haben. Ja doch, mit dem Begriff, aber ich versuche mir krampfhaft den Zusammenhang herzustellen und helfen Sie mir. Naja, Sie haben ja gesagt, dass der Shapley Value Sie praktisch darin bestärkt hat, dass der Ansatz passend ist. Also man kann damit tatsächlich irgendwas begründen, dass das alles Sinn hat, was man gemacht hat. Aber ich würde das hier da Hintergrund ein bisschen hören wollen. Wir natürlich ein Vertrauen aufbauen müssen. Wir versuchen, Responsible AI bei uns zu betreiben. Deswegen auch, dass Explainable AI im Einsatz ist. Und diese Grafik, das erklärt ja quasi, wie das Modell seine Prognosen entscheidet in Einzelfällen oder jetzt hier in diesem Violinschrank quasi dann für alle Prognose im Prinzip. Und die Idee war quasi dahinter von mir zu sagen, man nutzt diese Grafik, um dem Fachbereich zu erklären, wie diese einzelnen Prognosen jetzt entschieden wurden. Ja, wie gesagt, ja. Weiß ich, bin ich wieder weg? Oder? Achso, okay. Ja, also ohne dass der Begriff gefallen wäre, wäre die Folie durchgelaufen wie die anderen auch. Und dann hieß es ja, der Einsatz des Shapley Values hat uns dann geholfen, irgendeinen Fachbereich zu überzeugen, dass diese ganzen Vorhersagen Sinn machen. Und ich wollte jetzt nur verstehen, wo geht der Shapley Value in die Überlegung ein? Und das wurde Ihnen gezeigt, und das sind über einige Grafiken durchgegangen. Und das war quasi völlig verständlich, weil wir das aktuelle Modell, das wir genommen haben, das haben wir ja dann damit durchgespielt. Und das hat ihm geholfen, dann zu vertrauen, dass das auch so arbeitet, wie er seine Entscheidung. Okay, dann fehlt mir wahrscheinlich die Breite der Anwendung des Shapley Values. Shapley und Worth haben ja 2012 in der kooperativen Spieltheorie den Nobelpreis gekriegt für Größeres und da ist eben der Shapley Value eins dieser Teile. So, ich habe selbst mal genutzt im Bereich kombinatorische Auktionen. Bei Fusionen bei Autohäusern, also ich weiß nicht, die wenigsten vermute ich doch einfach, werden mit dem Shapley Value viel was machen können. Also wenn Autohäuser, heute heißt ja alles Coop, ja, und dann fusionieren kleinere Autohäuser und dann haben die einen 1 Million Umsatz, die anderen 2, die anderen 3,5. Und beim Shapley Value geht es ja, ich hoffe bekanntlich darum, dass man eben in der Reihenfolge, wie man fusioniert, das ist, wenn Sie zu einer Party einladen, wenn Sie Chaoten einladen, dann wird das keine Party. Wenn aber die zwei Richtigen zu Anfang zur Party aufrufen, sieht die Sache anders aus. Und so ist das bei dem Shapley Value genauso. Und dann ist nach Ende des Jahres, nach der Berechnung des Shapley Values, wird dann der Revenue berechnet. Das heißt also, danach heißt es dann, jedes Autohaus hat ja dann nachher zu der Fusion so und so viel mit dem eigenen Shapley Value beigetragen. Das ist der Shapley Value. Ja? Also kooperative Spieltheorie, wer macht mit wem was, damit es nachher am Ende für alle besser ist. Und dann gibt es nachher eine Auszahlung an die einzelnen Unternehmen in dieser Gruppe. Und da frage ich mich jetzt, ich kenne nur diese Assoziation mit dem Shapley Value und wo taucht jetzt, oder es gibt eben eine andere Interpretation, wo taucht jetzt die Berechnung des Shapley Values hier auf? Genau, die Berechnung taucht in dem Auto selbst auf und das ist quasi, der betrachtet dann halt den Impact, den Einfluss auf eine einzelne Prognose, auf einen quasi Basiswert, der wird ja berechnet und hat ja quasi einen Impact auf diese, auf den, oder erhöht oder erniedrigt dann diesen Basiswert, diesen Durchschnittswert, der quasi berechnet wird, um es mal einfach zu sagen, so habe ich es zumindest gelernt. Und dann wird quasi entschieden, dass das Attribut, beispielsweise jetzt hier Distanz, eher dazu sorgt, dass der Wert erhöht ist für diese eine Dateninstanz und vielleicht der Datensatz Pax-Ladefaktor vielleicht eher den verniedrigt. Okay, das macht es für mich plausibler, aber ein Standardansatz wäre doch, um die Bedeutung der einzelnen Parameter rauszufiltern über die Principal Component Analysis. Richtig. Damit wäre ich durch, sonst... Ja. Das
Genau, also genau, also im Prinzip ja, richtig. Es gibt ja auch quasi Feature-Import und so weiter, die man sich auch ermitteln kann. Aber das betrachtet eher so ein bisschen die Trainingskomponente. Und bei dem Shapley-Value ist ein bisschen der Fokus, das ist zumindest die Idee des Shapley-Values, wie ich es gelernt habe, dass sich das eher auf das fertige Modell und die eigentliche Prognosen konzentriert, während sich, glaube ich, die Feature-Importance sich ein bisschen mehr darauf konzentriert, das, was der Training quasi für die Importance hat. Und das sind tatsächlich auch unterschiedliche, das habe ich auch festgestellt, die Feature-Importance kam unterschiedliche Ergebnisse raus, als es quasi mit Shapley-Value. Und das ist wirklich das, wie sich auf die einzelne Prognose, warum diese eine Prognosewert zustande kam. Und das ist ja für den Fachbereich auch entscheidend. Nicht, wie das Training das hätte entschieden oder warum das Training jetzt, dass du die Parameter so trainiert hat, das interessiert die gar nicht, sondern uns interessiert vor allem, warum das Modell jetzt diese eine Prognose, diesen Impact, diesen Einfluss, warum jetzt das getroffen hat. Das war für uns entscheidend. Okay, vielen Dank. Ja, danke für die spannende Diskussion. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen ergänzen. Also wenn wir die PCA nehmen würden, würden wir das ja tatsächlich Modell unabhängig betrachten. Ja, wir würden ja gucken, welche dieser Attribute, welche dieser Features wären für uns jetzt hier am relevantesten oder wo liegen denn die Hauptkomponenten oder was auch immer wir damit machen können. Und durch die Shapley-Values wird auch das trainierte Modell mit berücksichtigt. Das ist, glaube ich, hier, wenn ich das richtig so interpretiere, der Unterschied. Gut, gibt es denn noch weitere Fragen? Ah, Lukas. Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit für viele Fragen. Ja, cooler Vortrag. Ich habe ein ähnliches Projekt gemacht für die Prognose von Anrufsvolumen in einem Callcenter. Und mein Benchmark war auch die Fachabteilung, die auch schon echt gute Vorhersagen gemacht hat, muss ich sagen, indem sie einfach aufs Vorjahr geschaut haben, Saison berücksichtigt haben und da schon echt gute Modelle gehabt haben, auch die recht einfach und unkompliziert mit einer Excel-Tabelle erstellt haben, ist natürlich was, auch so eine Prognose auf Wochenebene ist natürlich was anderes wie jetzt eine flugindividuelle Prognose. Und da wäre meine Frage, wie der Fachbereich die Prognose macht. Also wirklich sitzt da jemand da, schaut sich die Excel-Liste an, was kommt da nächste Woche rein und tippert dann aus wie auch immer irgendwelche Prognosen hin. Weil dann würde es mich wundern, wie jemand auch eine Null bei einem neuen Flug einträgt. Genau, weil das einfach ein ziemlicher Mechanismus ist, und ein simpler Mechanismus, genau wie Sie es beschrieben haben. Also da sitzt wirklich ein Kollege, der zieht sich die Daten aus den letzten 30 Tagen des Flugplans, die passiert sind, guckt dann einfach pro Flugnummer, macht den 30-Tages-Durchschnitt, alles händisch. Und wenn dann halt ein Flugnummer vorkommt, kann er keine Prognose, weil er kann nichts zu diesem Flug sagen. Er weiß, es ist eine neue Nummer, auch wenn es vielleicht auch eine Turkish Airline ist, die da fliegt, kann er trotzdem erstmal nichts annehmen, weil er keinen Wert hat aus dem Kopf irgendwie, fehlt ihm die Erfahrung. Das heißt, er nimmt erstmal null an. Klar wissen sie natürlich auch, okay, der wird null haben, nimmt es trotzdem mindestens ein Fahrer hin oder so, mindestens oder zwei, was wir haben. Aber einen genauen Wert haben sie da nicht. Ich war selber sehr überrascht, aber das ist wirklich die Annahme, wie sie bisher geantwortet haben, ja. Ganz einfach Excel, 30 Tage, Durchschnitt, Flugnummer, fertig. Okay, weil dann hätte ich also vielleicht einen Kollegen einen Tipp an den Fachbereich. Da kann man ja dann auch den Durchschnitt von, was weiß ich, Herkunftsland. Also da gibt es ja, wenn man mit Excel nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, auch echt gute Möglichkeiten, da auch da schon die Prognosegüte. Und ich meine, das ist ja jetzt voll automatisiert oder nahezu voll automatisiert. Gibt es da irgendwie so eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, was da dann eingespart wird an Arbeitszeit? Genau, also schon eine ganze Menge. Wir haben bei uns, eigentlich der einzige Data Scientist, tatsächlich externe Dienstleister, die für uns das Ganze dann teilweise operationalisieren oder teilweise auch Use Cases entwickeln. Und die haben halt vorher irgendwie für die Analyse, glaube ich, 20 bis 30 Personentage genutzt, um quasi eine erste POC-Analyse zu machen. Und das können wir jetzt einfach mal auf einen Tag reduzieren oder so, weil ich denen einfach gesagt habe, bitte, liebe Externe, nutzt bitte einfach das AutoML-Framework. Das, was ihr händisch gemacht habt im Random Forest und so weiter, das braucht ihr nicht händisch tippen. Das kann das AutoML-Framework wunderbar erledigen, zumindest für die Ersteinschätzung. Und damit haben wir schon bei dem Stundensatz, was die verdienen, oder Tagessatz, schon eine ganze Menge Geld eingespart. Ja, ich meinte jetzt im Vergleich zur Fachabteilung. Also der Typ, der dann einmal in der Woche da hockt und irgendwie was berechnet. Genau, also im Prinzip, dieser eine Kollege, da er auch das händische Eintippen nicht mehr machen wurde, das war das Ganze automatisiert, wenn das System auch dann einfließen wird,
Bisher muss das alles händisch pro Feld eintragen. Sparen wir dann eine komplette FTE ein. Eine Vollzeitkraft wird komplett eingespart, die natürlich nicht entlassen wird, sondern andersweitig eingesetzt wird, wo wir wirklich auch Leute brauchen, weil wir momentan ja auch wie alle Fachkräftemangel haben am Flughafen. Das heißt, das muss die Person dann halt einfach nicht mehr machen. Da war auch sehr froh drüber. Ja, danke. Ja, hallo. Achso. Es ging jetzt ja nur um die Gepäckstücke von Passagieren, oder? Ja. Also meine... Hallo? Ja, hört man mich? Ja. Ja. Okay. Ich muss wahrscheinlich näher ran, so. Ja, okay. Also es gibt auch noch andere Sachen, die Flugzeuge transportieren, also weiß nicht, Post und so weiter. Aber das ist vielleicht extern oder das hat damit erstmal nichts am Hut? Da liegt der Fokus aktuell noch nicht drauf, aber es gibt das Interesse auch da, natürlich Prognose zu machen. Also ein bisschen Appetit habe ich jetzt dadurch angeregt bei den quasi Kollegen. Ja. Aber aktuell geht es wirklich nur um die Passagiergepäckmenge. Deswegen auch im Terminal mit dem Check-In-Schalter, dass wir auch da im Terminal-Management ein bisschen besser Prognosen geben können, um das Personal besser zu steuern. Da ist natürlich dann für die Fracht auch interessant, aber das Cargo-Center bei uns hat sehr Interesse daran, das auch vorher zu sagen. Ja, danke. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Sonst stelle ich noch mal eine. Vielleicht kommt ja noch die ein oder andere dazu. Wirtschaftlichkeit hatten wir schon. Preskriptive Analytik sind Sie auch drauf eingegangen. Bleiben wir noch mal bei der Passagiermenge. Wir hatten ja die eine Formel gesehen, wo die Passagiermengen geschätzt wurden. Wie wichtig ist es denn hier, möglichst genau zu sein? Ja, eigentlich schon genau, weil hat natürlich schon einen Impact auf die Personalplanung später. Mhm. Und wir sind immer noch genauer als vorher, weil aktuell gar keine Annahmen zu den Ankunftsgepäckmengen, mhm. Weil es dazu einfach keine valide Quelle gibt, außer halt diese Load-Messages, die wir annehmen im operativen Betrieb. Für die Abrechnung wird aber auch einfach, wie gesagt, alles, was ausgegangen ist, ist proportional das Gleiche, wie es reingegangen ist. Also die Approximation, die ich quasi gemacht habe, wird auch für die Abrechnung genutzt gegen die Airlines. Und das heißt, es ist schon ein großes Interesse daran, hier genauere Werte zu kriegen, auch eine bessere Analyse zu machen. Denn der Flughafen schätzt tatsächlich, dass wir eher dadurch Verlust machen, dass wir diese Approximation machen, mhm. weil die Leute teilweise mhm. eigentlich mehr mitbringen, was wir so mhm. aus dem Bauchgefühl mhm. hören, als sie eigentlich weggebracht haben. Von daher arbeiten wir auch daran, da bessere, validere Daten zu kriegen. Okay, wie geht man daran? Welche Ideen hätte man da, um diese Zahlen genauer zu bekommen? Zum einen halt Handscanner, was jetzt gerade schon eingeführt wird, was aber extra von den Airlines bezahlt werden muss. Das heißt, jedes Gepäckstück wird, bevor es quasi aufs Gepäckband gelegt wird, halt gescannt mit einem Handscanner. Und die andere Idee ist quasi, das durch die Gepäckanlage zu fertigen. Also das ist quasi die Gepäckanlage, die jetzt aktuell die Gepäckstücke im Flug automatisiert scannt durch einen 3D-Scanner, dass das Ganze auch in der Ankunft passiert. Also bevor es quasi öffentlich für die Passagiere ins Gepäckband sichtbar wird, dahinter wird es ja verladen, dass davor noch ein Scanner ist, der das dann einmal erfasst. Automatisiert. Aber wird nicht jedes Gepäckstück gescannt? In der Ankunft nicht. Wenn ein Flughafen abfliegt, wenn quasi eine Maschine in Mallorca abfliegt, dann wird es natürlich durch die Gepäckanlage geführt und da wird es auch sicherlich gescannt, weil man das laut IATA, ICAO, diesen Standardverband der Airlines, quasi dann auch tun muss. Das ist eine gesetzliche Vorschrift, allein schon aus Sicherheitsgründen, weil ja die Scanner von der Bundespolizei und so weiter durch muss. Aber für unseren Flughafen Hamburg, wenn das aus Mallorca kommt, wissen wir leider nicht, was die da gescannt haben in ihrer Gepäckanlage. Weil dann müssen die mit uns sprechen. Das ist das, was der Ramp Agent ja dann zwar auf den Zettel schreibt und uns per wirklich E-Mail-Nachricht im Prinzip schreibt. Aber das ist leider ja, wie ich ja schon sagte, händisch und dementsprechend nicht valide genug. Also wir müssen eigentlich einen Schnittstellen-Hub entwickeln, um quasi Daten europaweit, weltweit auszutauschen. Aber das ist unfassbar kompliziert. Okay, ja. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, stelle ich gerne noch eine. Denn ganz am Anfang haben Sie ja das wunderbare Thema mit den Distanzen angesprochen. Mhm. Und es ist natürlich erstmal schön zu sehen, dass dieser Threshold nicht in den Extremwerten liegt, sondern irgendwo in der Mitte, um gute Ergebnisse zu erzeugen. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, gerade am Ende, dass diese manuelle Datenintegration, dass das ja noch ein Zeitfresser momentan ist. Also dass da noch viel händisch gemacht werden muss.
Könnte man das nicht über einen gewissen Zeitraum beobachten und lernen, wie diese manuelle Datenintegration durchzuführen ist und auf diesem Wege auch zu automatisieren? Wäre das denkbar? Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Also gerade durch Human Feedback Loops und so weiter, glaube ich, dass das schon effektiv sein könnte, um die Besonderheiten, die der Fachbereich quasi einsetzt, auch mit zu verfolgen und quasi das dann später zu automatisieren, durch auch vielleicht auch durch Process Mining, könnte ich mir auch vorstellen, das so zu nutzen. Das ist ein guter Ansatz, ja, könnte man auf jeden Fall überlegen. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ja, okay. Zumindest da, also für jede Datendomäne spezifisch dann halt, ne? Eine universelle Lösung, dann natürlich nur durchs Training dann. Okay, danke. Gibt es hier in diesem Raum noch weitere Fragen? Oder gibt es oder online, genau, gibt es dort online noch Fragen? Gucke ich mal meine Liste an. Alles gut? Ja, dann ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich finde es immer sehr schön zu sehen, was Data Science bedeutet, wie umfassend das ist, wie viel man letztendlich auch von dem Problem verstehen muss, um das dann auch effektiv zu lösen. Und ich glaube, wir haben einen schönen Einblick bekommen in die Schätzung der nicht der Passagiermengen, sondern der Gepäckmengen. Und wir sehen, dass auch, ich sag mal, 3 bis 7 Gepäckstücke pro Flug, dass das dann in der Summe schon einen Unterschied machen kann, ob man das akkurat schätzen kann oder nicht. Also, vielen Dank für dieses schöne Thema, für den Einblick hier vor allen Dingen. Ja, danke. Vielen Dank. Gut, der nächste Vortrag beginnt um 10.15 Uhr. Frau Landes, Sie sehen mich nicht, ne? Okay. Doch. So jetzt, okay. Dann sehe ich Sie nicht. Okay, Sie sind bereit. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann fangen wir um 10.15 Uhr pünktlich mit Ihrem Vortrag an. Okay, bis gleich. Jetzt der Ton da. Jetzt der Ton wieder da. Wunderbar. Gut. Prima. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Vortrag, wo es um den Vergleich von Klassifikatoren für, ich bleibe beim englischen Begriff, Eye-Tracking-Data geht. Ja, Frau Landes, Sie stellen diesen Beitrag vor und damit übergebe ich Ihnen die Bühne. Bitte schön. Vielen Dank. Und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin Jennifer Landes. Ich promoviere an der Universität Regensburg in einer kooperativen Beiwiss-Promotion. Und zwar habe ich daher zwei Doktormütter, Frau Dr. Maike Klettke vom Lehrstuhl Data Engineering von der Universität Regensburg und Sonja Köppel von der Hochschule Neu-Ulm vom Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik. Derzeit arbeite ich bei der Hochschule in Jena als wissenschaftliche Mitarbeiterin, auch im KI-Bereich und bin hier auch maßgeblich in Vorlesungsentwicklung beschäftigt und eben tatsächlich mache ich hier auch weiter Eye-Tracking-Datenforschung. Mein Thema, was ich heute vorstellen möchte, ist ein kleinerer oder der Hauptteil meiner Doktorarbeit. Ich vergleiche Klassifikatoren für Eye-Tracking-Daten und der Fokus ist hier speziell auf Data Preprocessing, also die Datenvorbereitung und auch die Analyse, die ich jetzt mal vorstellen möchte, was ich da alles bisher gemacht habe. Also zu Beginn gebe ich erstmal eine kurze Einführung in mein Thema, was heranführt. Danach stelle ich vor das Experiment, das ich durchgeführt habe. Ich habe nämlich ein Eye-Tracking-Experiment gemacht. Danach den Datensatz, den ich erhoben habe und welche Probleme sich damit ergeben haben und wie ich die Datenvorbereitung dann angegangen bin. Danach dann die Klassifikation. Und zum Schluss gebe ich natürlich dann noch eine Zusammenfassung, einen Ausblick auf die aktuelle Forschung, die ich gerade mache. Zu Beginn, mein aktueller Fokus ist stark auf die Datenvorbereitung. Das bedeutet, ich schaue mir wirklich an, was für Daten erhebe ich, speziell im Eye-Tracking, wie unterscheidet die sich von, sage ich mal, von anderen Daten, die man jetzt zum Beispiel, wie wir sie eben gesehen haben, anfallen. Das heißt, hier habe ich wirklich viele Chancen, aber auch mehr Herausforderungen, weil ich habe eine hohe Dateninstabilität, also eine hohe Schwankung in den Daten. Es ähnelt eher
einer Wellenform. Ich habe quasi viele Ausreißer, ich habe viele fehlende Werte. Also das ist wirklich ein Problem, wenn man Eye-Tracking durchführt und die Probanden schauen dann aus dem Monitor raus, dann fehlen mir natürlich die Daten. Daher hat sich hier schon früh gezeigt, dass ich hier eine richtig gute Preprocessing-Strategie brauche, damit ich die Daten bereinige und auch in meinem ganzen Datensatz, der sehr umfassend ist, die nötigen Features auswähle, die ich für die Analyse, um eben Auffälligkeiten in den Daten zu erkennen, eben herausfiltern muss. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Eye-Tracking-Experiment zu Beginn durchgeführt, indem ich das Schummelverhalten von Studierenden mir angeschaut habe, während sie einen Online-Test durchgeführt haben. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und darauf basierend habe ich dann Klassifikatoren modelliert, also ich habe verschiedene ausgewählt und wollte die mal vergleichen, wann ich denn mit diesen voraussagen kann, ob sie jetzt schummeln, während sie eine Aufgabe bearbeiten oder eben nicht. Auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Hier unten sieht man jetzt auch, wenn es ein bisschen klein vielleicht zu erkennen ist, sieht man den Zyklus oder die Schritte, die ich durchlaufe während meiner Promotion. Zu Beginn habe ich mich mit Literaturreview beschäftigt und mir auch überlegt, wie kann ich denn ein Experiment designen, damit ich wirklich auch Daten erfassen kann und auch eben dieses Schummelverhalten zu dem Zeitpunkt damals untersuchen konnte. Der nächste Schritt, der zweite, war die Datensammlung, also die Durchführung des Experiments auf Basis meiner Vorarbeit, weil ich habe da auch eine quantitative Erhebung gemacht, um einfach zu ermitteln, welche Schummelmethoden werden benutzt und auch die Zielgruppe, um das alles so einzugrenzen, damit ich das Experiment designen kann. Danach, im dritten Schritt, habe ich eine sogenannte Data Preprocessing Pipeline entworfen, die ich auch noch gleich vorstellen werde, um speziell Eye-Tracking-Daten zu bereinigen und vorzubereiten für eine Klassifikation. Im nächsten Schritt, in dem ich mich jetzt in der Mitte ungefähr befinde, möchte ich verschiedene Preprocessing-Schritte variieren. Dazu gebe ich im Ausblick noch kleine Informationen, was man darunter verstehen kann, weil man kann Preprocessing auf viele verschiedene Möglichkeiten durchführen, was man auch gleich noch sehen wird, was eben hier das Spannende ist. Danach führe ich eine Datenanalyse durch nach der Datenvorbereinigung und was noch aussteht, ist dann natürlich ein zweites Experiment ist jetzt gerade in Vorbereitung bei mir, ebenso im kognitiven Bereich mit Eye-Tracking an der Universität Regensburg, wo wir ebenso nochmal die Preprocessing-Pipeline dann evaluieren wollen, um das Ganze nochmal zu generalisieren gegen Ende. Gut, zu Beginn erstmal von dem schon gesprochenen Eye-Tracking-Experiment. Das habe ich an der Hochschule Neu-Ulm durchgeführt, wo ich, bevor meine jetzigen Stelle, eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle hatte. Hier habe ich von 25 Studierenden in sogenannte 125 Datasets erhoben. Also quasi diese Studierenden haben den Test durchgeführt und dieser Test bestand aus 5 Teilaufgaben. Das waren unterschiedliche Aufgabentypen, also einmal wurde Definition abgefragt, einmal Multiple Choice, Single Choice, eine Transferaufgabe und eine kleine Programmieraufgabe. Und daher habe ich dann diese 25 Datensätze in 5 gesplittet, so damit ich 125 Datensätze habe. Als Schummelmethode durften die Studierenden Spickzettel benutzen, ein ganz klassischen, ein kleines Papierstückchen. Dann durften sie sich mit dem Nachbarn absprechen oder sie durften auch ihr Handy benutzen, um eben was nachzugoogeln. Mein Setup im Labor sah wie folgt aus. Ich hatte quasi einen großen Raum, das zeige ich mal auf der nächsten Folie. Der war getrennt in der Mitte, sodass ich quasi rechts und links 2 Arbeitsstationen hatte. An jeder Arbeitsstation waren 2 Studierende, die da saßen. Einer hatte eine Eye-Tracking-Station angebracht, der andere hatte auf Papier mitgeschrieben. Der diente nur dazu, damit der am Eye-Tracker sitzt, sich mit dem absprechen kann. Ist quasi als Schummelmethode. Und der Raum war zweigeteilt, sodass ich eben hier jeweils 4 Personen
dann sitzen hatte. Und dann gab es noch einen fünften Student in der Gruppe, der dann quasi die Aufsicht durchgeführt hat, der dann immer so ein bisschen rumgelaufen ist, um zu überprüfen, ob geschummelt wurde, damit so ein bisschen das reale, sage ich mal, Prüfungsszenario so gut wie möglich nachgestellt werden konnte. Ist natürlich nicht ganz möglich, aber war so ein kleiner Anreiz dabei, sage ich jetzt mal, ist ein bisschen lustig. Also wir haben quasi mit Schokoriegeln Anreiz gesetzt. Wenn man als Aufsicht einen Studierenden erwischt beim Schummeln, kriegt man Schokoriegel. Und wenn man erfolgreich schummelt, ohne dass die Aufsicht einen erwischt, dann gab es für den Studierenden einen Schokoriegel. Also so ein bisschen haben wir es versucht, real zu modellieren. Das Ganze sah so aus. Also links sehen wir, wie eine Testaufgabe aussah, auch wenn man es jetzt nicht so ganz gut erkennen kann. Oben war der Text und danach war ein großes Antwortfeld, wo die Studierenden ihre Antwort reinschreiben mussten. Und was wir hier links sehen, ist eine sogenannte Heatmap. Die bildet quasi ab, wie oft an welche Stelle geschaut wird. Das heißt, das ist jetzt für eine Aufgabe von einem Teilnehmer die kumulierte Heatmap. Das heißt, hier an der roten Stelle wurde der meiste Fokus draufgesetzt bei der Augenbewegung. Und ansonsten sieht man auch die grünlichen Stellen. Da wurde dann gelesen, der Text, und gelb ist auch noch ein bisschen mehr. Also ich sage mal, die Abstufung geht von grün zu gelb zu rot ganz stark besichtigt, sage ich jetzt mal. Das Ganze liegt natürlich auch als Videoaufnahmen vor, sodass man auch den Zeitverlauf sieht, wie die Augenbewegung sich fortführt. Und rechts sehen wir mit Python ein Plot zu dieser Augenbewegung, auch kumuliert für eine Aufgabe. Hier sieht man auch schön, dass der Text dann erstmal gelesen wurde und dann im mittleren Teil wurde dann die Aufgabe bearbeitet und danach ganz unten ging es dann zum Button, wo man auf die nächste Folie kam. Nach jeder Aufgabe hatten die Studierenden auch immer eine Folie eingeblendet, wo sie dann die Schummelmethode angeben konnten, sodass ich auch danach zuordnen konnte, wann wurde bei welcher Aufgabe geschummelt und wann nicht. Der Datensatz, den will ich auch kurz zeigen, der sah so aus. Also ich habe jetzt hier mal die, sage ich mal, die relevantesten Features ausgewählt. Also ich hatte einen sehr großen Datensatz mit vielen technischen Werten und Spezifikationen auch. Die habe ich jetzt rausgelassen. Die wichtigsten Blickkoordinaten sind natürlich Gaze Left und Gaze Right. Das sind quasi wirklich die Koordinaten, wo der Blick hinfällt. Dann gibt es zum Beispiel auch die Pupillengröße. Dann gibt es die Distanz zum Monitor. Oder was auch noch wichtig ist, sind die sogenannten Fixationen. Das sind dann Blickpunkte, mehrere Blickpunkte, die über einem Zeitraum auf ein Areal gerichtet sind. Das heißt, hier wird länger etwas angeschaut, angestarrt, kann man sogar schon sagen. Und dann gibt es noch Sakkaden, die sind jetzt hier nicht in der Liste. Das sind die Übergänge von den einzelnen Fixationen zur nächsten. Dann gibt es auch sowas wie die Geschwindigkeit der Blickbewegung oder die Beschleunigung. All die Werte sind dann später bei der Analyse relevant. Und hier sind jetzt mal die wichtigsten so ein bisschen rausgepickt. Auch hier sieht man in Python mit Pandas, wie so ein Datensatz einfach mal beispielhaft aussieht, was für Werte man sich da vorstellen kann. Also man hat zum Beispiel bei den Blickkoordinaten Pixelwerte vom Monitor, wo die hingucken, die Studierenden und auch die anderen werden einfach nur mal so zum Anblick. Genau, damit möchte ich jetzt schon dann einen Schritt weitergehen und zwar zu meiner sogenannten Pre-Processing Pipeline, die ich jetzt auf Basis dieser Daten entworfen habe. Und zwar hat sich ja wirklich früh schon gezeigt, dass ich mehrere Schritte benötige. Also es ist nicht getan, dass ich nur Missing Value, also fehlende Werte bereinige, sondern ich brauche wirklich hier mehrere Schritte, damit ich wirklich die einzelnen Features bearbeiten kann und auch wirklich diese Vielheit also Mannigfaltigkeit an Datentypen ein bisschen abzudecken, die ich in meinem ganzen Datensatz habe. Weil zum Beispiel die Fixation, das sind einzelne Fixwerte, die ich habe, die treten nicht kontinuierlich auf, sondern die treten nur an mehreren Punkten, wo die fixiert wurden, auf. Und dann gibt es die Sakkaden als Übergänge. Daher ist im Datensatz dann öfter mal bei den Fixationen nur an kleinen Stellen was zu sehen und dann ist ein größerer Übergang zur nächsten Fixation. Da kann man hier nicht einfach mit Missing Values einfach die Daten auffüllen, sondern muss die auch ein bisschen speziell behandeln.
Also wir sehen ja ausgehend ganz oben den originellen Datensatz. Das heißt, hier fange ich an. Mein erster Schritt wäre zuallererst, ich mache eine Feature Selection. Ich heiße, ich gucke erstmal, welche Features ich benötige. Hier fallen so Sachen an, dass ich wirklich schaue, dass ich die technischen Spezifikationen im Datensatz rausfiltere und auch andere Sachen, die quasi gar nicht so relevant sind, die ich später für die Klassifikation benötige. Im nächsten Schritt der Datenvorbereitung, der untergliedert sich in drei Teilschritte. Hier mache ich ein sogenanntes Data Cleaning. Hier wird erstmal wirklich ganz einfache Grundarbeit gemacht, dass ich sage, ich habe, weil ich zwei Eye-Tracker hatte, ich gucke, dass die Tabellen gleichförmig sind, dass die Spaltennamen übereinstimmen, dass die numerischen Formate auch richtig übertragen wurden, weil da gab es auch einige verschiedene Formate. Also all die Kleinigkeit, die Vorarbeit, die passiert im Data Cleaning, zeige ich auch gleich noch ein bisschen mehr. Und danach werden dann die fehlenden Werte bearbeitet, eben unterschiedlich entsprechend ihren zu jeweiligen Features. Ebenso werden hier Ausreißer behandelt. Das heißt auch wieder sehr ein spezielles Kapitel, gerade beim Eye-Tracking, weil Ausreißer könnten hier in dem Kontext auch darauf hindeuten, dass man geschummelt hat, weil man eben längerfristig mal vom Monitor wegschaut, irgendwo anders hin. Kann natürlich auch sein, dass man einfach abgelenkt ist vom Dozent und einfach mal ein bisschen rumschaut. Das ist natürlich hier auch wieder eine heikle Angelegenheit. Der nächste, der blaue Schritt, folgt danach. Das ist ein sogenannter Filterung und ein Glättungsoption. Hier gibt es einen sogenannten Tiefpassfilter, den man verwenden kann für Eye-Tracking-Daten. Der glättet mir, der filtert mir die tieferen Nuancen raus und die höheren Nuancen raus. Das ist quasi fast so ähnlich wie die Datenglättung, die ich mit der Fourier-Transformation gemacht habe, eben dass wirklich die Daten etwas glätter im Verlauf werden und somit nicht starke Ausreißer mehr da sind. Dann im nächsten Schritt, ein sehr wichtiger auch wiederum, ist die Normalisierung. Hier ist ebenso wichtig, dass die Daten richtig skaliert werden, um auch gut damit zu arbeiten, damit die Daten auch vergleichbar sind. Und dann im letzten Schritt, wenn alles gut gehen sollte, wären die Daten dann bereit für die Klassifikation oder auch für andere Analysen mit Machine Learning Tools. Dann zu meinem Datensatz. Was habe ich gemacht an Datenvorbereitung? Ich habe mit Python gearbeitet, mit Pandas und Scikit-Learn. Danach habe ich nun angefangen mit einer Standardisierung. Ich habe meine numerischen Werte mit dem Standardscaler umgewandelt. Fehlende Werte habe ich auch getrennt voneinander von den Features abhängig bearbeitet. Es gab eine sogenannte Duration Column, die sehr viele Werte, die fehlen, hatte. Die habe ich entfernt. Dann gab es eine, in den Blickkoordinaten habe ich eine Imputation mit dem Mittelwert durchgeführt. Das hat sich hier angeboten, weil die Werte eigentlich ganz gut kontinuierlich durchliefen. Die die Fixierungsdaten habe ich tatsächlich nicht angefasst, weil ich hier wirklich gesehen habe, dass eben genau die Werte nur an speziellen Punkten auftreten. Und somit kann man hier nicht irgendwas auffüllen, weil die muss man dann speziell behandeln. Ausreißer habe ich mit einem Z-Score berechnet, mit einem Wert von 3. Das heißt, alles, was hier rüberging, habe ich dann gelöscht. Duplikate sind zum Glück in diesem Datensatz nicht aufgetreten, weil es ja quasi auch ein maschineller Output war, ne, von einem Eye-Tracker. Dazu muss man sagen, das wurde mit der Software Emotions, falls es jemand von Ihnen was sagt, durchgeführt. Also quasi die Software war mit dem Eye-Tracker kombiniert und hat mir dann den CSV-Datensatz ausgegeben. Nun zur Klassifikation. Was habe ich gemacht? Ich habe zuallererst mir mal ein paar Klassifikatoren ausgesucht für meinen Vergleich. Ich wollte jetzt wirklich mal dann Schummelverhalten dann einfach mal vorhersagen. Also ich habe meinen Datensatz aufgeteilt in haben geschummelt, haben nicht geschummelt, unabhängig von Schummelmethoden. Ich hatte dann zwei Arten von Dateien, die dann gelabelt wurden mit 0 oder 1, also 0 für nicht geschummelt und 1 für geschummelt. Und darauf hin wollte ich dann mal eine Klassifikation durchführen und habe dann sogenannte Ensemble-Techniken verwendet, wie zum Beispiel Random Forest, Gradient Boosting Machine. Und dann habe ich auch noch zum Vergleich herangezogen die logistische Regression Naive Bayes.
Und neuronale Netzwerke habe ich auch noch hinzugenommen. Und der Vergleich, den habe ich dann mit den üblichen Verdächtigen durchgeführt, sage ich jetzt mal, mit der sogenannten Accuracy, die ja eigentlich ausschlaggebend dann später auch wird bei mir noch, mit der Präzision, dem Recall, F1-Score und auch der Confusion Matrix und der Feature Importance. Das Training der Klassifikatoren hat, wie ich schon angesprochen habe, so ausgesehen, dass ich quasi Schummelgruppen und Nicht-Schummelgruppen hatte. Die Datensätze wurden dann unterteilt. Und hier habe ich auch nicht alle Features genommen, sondern ich habe wirklich nur die Blickdaten genommen tatsächlich. Ich habe den Blickkoordinate X und Y genommen. Dann habe ich die Pupillengröße, die Augenbeschleunigung und die Blickgeschwindigkeit habe ich verwendet für meine Klassifikation und habe einen 80-20-Split gemacht und auch tatsächlich erstmal alles mit den Standard-Hyperparametern trainiert. Das erste Ergebnis danach lieferte, dass der Random Forest wirklich die höchste Accuracy von 81,01% hatte. Daraufhin habe ich auch um zu sagen, aufgrund meiner beschränkten Computerausstattung, weil es sehr lange gedauert hat, habe ich mich dazu entschieden, hier eine Optimierung durchzuführen. Das heißt, ich habe hier The Random Forest optimiert mit Grid Search, um wirklich die optimalen Hyperparameter herauszufinden. Das sieht man mal kurz, habe ich jetzt hier nicht, glaube ich. Ich habe hier nochmal mit Grid Search eine Optimierung durchgeführt und bin dann, das sieht man jetzt hier auf dieser Folie, der orangene Balken, da sieht man den optimierten Random Forest, der kommt dann auf 81,39%, nachdem ich die Parameter dementsprechend verändert habe. Und ich muss dazu sagen, die anderen habe ich nicht optimiert, weil der Durchlauf hat auf meinem Computer tatsächlich 2 oder 3 Tage gedauert. Daher kann ich jetzt nicht sagen, bei den anderen Klassifikatoren, wie die sich dann verhalten würden, wenn ich die auch noch mit Grid Search optimieren würde. Was man auch sieht, dass XG Boost natürlich auch recht hoch ist, auch fast 80%. Hier würde sich eine Optimierung auch noch anbieten. Aber ich habe mich tatsächlich daher nun dafür entschieden, dass ich den Random Forest erstmal für meine Klassifikation, für meine weitere Arbeit hier verwende, auch stützend auf Literatur, die ich vorher gelesen habe, dass Random Forest mit Eye-Tracking-Daten wirklich sehr, sehr gut arbeitet. Also hier sieht man jetzt auch noch einfach zum Vergleich, dass zum Beispiel hier Naive Bayes recht schlecht abschneidet und auch die logistische Regression. Also die liegen schon recht weit zurück, was die Accuracy anbelangt. Auch in den anderen Werten sieht man hier die Verteilung, sage ich jetzt mal. Man sieht schon, dass die Ensembletechniken schon viel besser sich eignen, was die Klassifikation angeht. Also man sieht schon, dass die logistische Regression Naive Bayes in der Präzision, in der Accuracy weit hinterherhinken. Und die Precision auch, die ist ein bisschen verteilt über alle verschiedenen Klassifikatoren. Aber es ist wirklich sehr eindeutig geworden, dass die Naive Bayes und die logistische Regression wirklich Einschränkungen haben, um diese Klassen, um diese Null, also nicht geschummelt oder geschummelt, vorhersagen zu können. Bei der Confusion Matrix habe ich ebenso für alle Klassifikatoren hier mal versucht, eine Evaluation durchzuführen. Und zwar mein Ziel war hier, die False Positives und Negatives eben zu minimieren. Das ist ganz gut gelungen. Und zwar bei dem ORF sieht man jetzt hier auf der Folie, ist die Abkürzung für den optimierten Random Forest und den XG Boost. Die haben tatsächlich die geringsten False Positives, also wirklich nicht schlecht. Und ebenso der optimierte Random Forest und der Gradient Boosting Machine haben die tiefsten False Negatives Werte. Die logistische Regression hingegen haben die höchsten Werte. Das ist auch hier wieder eindeutig, dass es sich nicht wirklich gut eignet für die Vorhersage mit Eye-Tracking-Daten. Und Naive Bayes und neuronale Netzwerke scheiden ebenso recht aus hier schon auch an dieser Stelle wieder.
Was die Feature Importance anbelangt, sieht man jetzt auf dem nächsten Bild. Also quasi, ich möchte mit der Feature Importance, wollte ich herausfinden, oder man bekommt einen Einblick in die wichtigsten Faktoren oder Features, die Einfluss in die Klassifikation haben. Hier zeigt sich eigentlich eindeutig, dass es die linke Pupille tatsächlich hat einen Ausschlag für das klassifizierte Modell bei der Berechnung und bei der Vorhersage, also einen ganz starken Einfluss. Die anderen Werte sind recht gut verteilt. Man kann auch noch sagen, dass die Blickbeschleunigung auch noch eine Wichtigkeit spielt bei der Vorhersage. Und also das war schon, ich finde, eine recht interessante Analyse, welche Features hier wirklich in die Vorhersage mit einspielen. Da habe ich kurz meine Zusammenfassung, und zwar einfach mal einen kurzen Zwischenschritt, bevor ich noch mal einen Ausblick gebe, der noch recht interessant wird. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich habe meine Datenvorbereitung durchgeführt von Eye-Tracking-Daten. Ich habe eine Standardisierung gemacht. Dann habe ich fehlende Werte bearbeitet, Ausreißer erkannt und bearbeitet und auch Features ausgewählt. Dann habe ich Klassifikatoren verschiedene verwendet, um diese zu vergleichen. Ich habe XGBoost, Random Forest, Naive Bayes, logistische Regression und Gradient Boosting geschickt und neuronale Netzwerke. Genau, und habe diese, wie gesagt, in der Accuracy, in der Precision Recall, F1-Score, mit Confusion Matrix und Feature Importance verglichen. Zum Ergebnis kam ich, dass der Random Forest wirklich sich sehr gut eignet für Eye-Tracking-Daten. Ich habe eine Optimierung durchgeführt mit Grid Search und habe damit 81,4% Accuracy erreicht. Das wichtigste Feature von der Feature Importance gesehen war die linke Pupille. Größe, also es ist wirklich sehr interessant, dass es nur die linke Pupille ist, um dieses Schummelverhalten vorherzusagen. Außerdem kann man hier noch feststellen, dass ich wirklich einen Vorteil gesehen habe bei den sogenannten Ensemble-Techniken. Das heißt, hier eignet sich Random Forest und XGBoost wirklich sehr viel besser für Eye-Tracking-Daten speziell. Natürlich möchte ich hier auch noch hinweisen auf meine Beschränkungen. Natürlich sind 25 Datensätze noch ein bisschen wenig. Da ist natürlich die Sample Size auch eine kleine Einschränkung. Auch was den Bereich Datenqualität angeht, ist gerade noch eine Forschung offen. Und dass das Model quasi, also mein Modell, quasi noch generalisierbar wird. Daher wird in der Zukunft, wie ich schon angesprochen habe, weitere Optimierungen durchgeführt und verschiedene Preprocessing-Schritte und Varianten werden erprobt, die ich jetzt gleich noch kurz ansprechen möchte, und eben auch noch weitere Experimente durchgeführt, um eben wirklich diese Preprocessing-Pipeline zu testen. Also das, was ich eben schon angesprochen habe, das sind meine folgenden Aufgaben. Ich möchte wirklich verschiedene Preprocessing-Varianten mal ausprobieren, das sieht man jetzt hier auf dem Bild. Und zwar ist mein momentaner Hauptfokus hier, dass ich, wenn man hier ausgehend von ganz vorne, sieht man die Daten, die jetzt hier meine Eye-Tracking-Rohdaten darstellen. Und jetzt gehe ich in meine Preprocessing-Pipeline rein. Hier im nächsten Schritt, ich hoffe, das funktioniert. Genau, jetzt geht man hier in den ersten Schritt Preprocessing-Pipeline rein. Und dann sieht man schon, man kann ja Missing Values oder fehlende Werte auf verschiedene Arten bearbeiten. Ich kann die mit dem Mittelwert ersetzen. Ich kann sie aber auch mit dem sogenannten LOCF ersetzen. LOCF steht für eine Abkürzung Last Observed. Ich gucke gerade nochmal, dass ich es auch nicht falsch ausspreche. Last Observation Carried Forward. Das bedeutet der letzte Wert, der vor der fehlenden Stelle beobachtet wurde. Den kann man auch heranziehen, um die Daten zu ersetzen. Oder ich kann sie auch schlicht und einfach löschen. Das ist auch eine Methode. Und all diese Methoden, also es gibt noch weitere, ich habe mir jetzt mal die drei rausgepickt, kann man eben durchführen. Und dann kann man, wenn ich jetzt mal annehme, ich mache eine Mittelwertimputation, gehe ich im nächsten Schritt bei den Ausreißern. Hier mache ich eine Imputation mit LOCF. Und danach bearbeite ich die Normalisierung. Hier gibt es ebenso noch mehrere Methoden. Hier habe ich die Min-Max-Standardisierung oder mit dem Z-Wert-Standardisierung habe ich jetzt mal hier in meiner Vorführung. Es gibt hier auch noch mehrere. Wenn ich jetzt hier den Z-Score verwende
Und dann im Anschluss kann ich optional noch entweder einen Tiefpassfilter verwenden oder eben die Datenklettung oder die einzelnen Features mit sogenannten Grenzwerten versehen. Hier habe ich jetzt mal die Grenzwerte ausgewählt für die Beispielpipeline und danach würde ich meine Klassifikation durchführen. Und das ist das, was ich jetzt gerade mache. Ich versuche, alle möglichen Schritte zu kombinieren und wirklich zu schauen, wann wird die Accuracy hier am höchsten. Genau, das ist ein kleiner Ausblick, was jetzt auch dadurch entstanden ist, dass wir quasi die eitrigen Daten hatten. Dann haben wir eine Pre-Processing Pipeline entworfen und dann haben wir gemerkt, es gibt verschiedene Varianten, wie man das durchführen kann, was aber auch eine Auswirkung auf die Accuracy dann hat. Genau, das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich und bin gespannt auf Fragen. Gut, wir möchten natürlich auch Raum für Applaus lassen. Also auch von unserer Seite vielen Dank für den schönen, spannenden Vortrag. Es gibt schon Fragen, das heißt, ich laufe direkt mit dem Mikrofon. Ja, erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich hatte einmal eine Frage bezüglich dem Machine Learning Modell, was du da verwendet hattest zum Trainieren. Also was genau meintest du mit neuronalen Netzwerken? Waren das einfach diese Dense Neural Networks oder waren das sowas wie Transformer oder weiß ich nicht? Es war tatsächlich ein Convolutional Neural Network, was ich damals gemacht hatte. Dazu muss ich auch sagen, dass ich das schon von einer ganzen Weile gemacht habe und der Fokus schon recht früh auf dem Random Forest lag. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht mehr so viel genauer, da müsste ich nochmal meine Arbeit dann nachschauen, dazu sagen, aber das war auf jeden Fall ein CNN. Okay, vielleicht noch eine Anschlussfrage daran. Gerne, gerne. Also wie sahen nochmal genau diese Input-Daten aus? Also das war dieses I left and I write und diese ganzen Features. Waren das einfach nur Werte oder waren das Zeitreihen? Genau, Moment, ich gehe nochmal kurz zurück. Genau, also was ich in die Klassifikation mit reingegeben habe, waren tatsächlich Gaze Left X, Gaze Left Y. Also das quasi das sind die Koordinaten der Blickpunkte. Die sehen dann so aus, dass es quasi hier wirklich Pixelkoordinaten sind von den einzelnen Werten, die ich da reingegeben habe. Und es waren kontinuierliche Werte, die durchlaufen über die gesamte Zeit. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Zeitabhängigkeit bei den Blickpunkten, die entstehen. Und habe aber auch, natürlich sieht man hier auch manchmal fehlende Werte, weil eben da der Blick dann nicht erfasst wurde. Am Anfang des Experiments gab es auch eine Kalibrierung, sodass wirklich die Augen fixiert werden müssen, damit der Bildschirm auch immer schaut, dass die Daten erfasst werden. Und daher gab es auch im Datensatz eine sogenannte Vality-Spalte für das X, für die rechte und linke Augenspalte, sage ich jetzt mal. Wenn dieser nicht valide war, konnte ich schon im Datensatz erkennen, dass hier die Kalibrierung oder nicht richtig die Augen aufgenommen wurden. Somit konnte ich vorab im Data Cleaning-Prozess auch schon filtern nach diesen Vality-Spalten, ob die Daten wirklich valide sind. So konnte ich auch schon einige Zeilen rausnehmen. Aber im Prinzip handelt es sich um kontinuierliche Werte, die ich erfasst habe, genau. Okay, vielen Dank. Bevor wir zu weiteren Fragen kommen, würde ich nochmal direkt eine Anschlussfrage dort stellen, weil ich mich das auch gefragt habe. Sie hatten ja gesagt, die linke Pupille oder die Größe der linken Pupille hat einen starken Einfluss auf das Klassifikationsergebnis, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Genau. Jetzt muss ich nochmal die Frage aufgreifen, aber diese Pupillengröße ist ja auch zeitabhängig. Wurde die jetzt auf einen skalaren Wert runter projiziert oder was ist mit dieser Pupillengröße über die Zeit passiert? Also die Pupillengröße, die verändert sich natürlich über die Zeit. Also wenn ich zum Beispiel jetzt etwas anschaue, kann ich mir das tatsächlich so vorstellen, dass ich den Blick dann, wenn ich nach rechts oben schaue zum Beispiel, das war auch eine Sache, die ich herausgefunden über Clustering-Technik, dass hier eine hohe Schummelwahrscheinlichkeit ist. Und so könnte ich mir vorstellen, wenn man eben nach oben rechts schaut, dass eben die Pupille vergrößert wird, weil man dann, ich glaube auch, es ist für mich auch ein bisschen schwer erklärbar, aber es ist tatsächlich so, dass die Pupille sich dann vergrößert, weil ich dann, glaube ich, den Schatteneinfluss ein bisschen
wäre meine Vermutung jetzt einfach nur. Also ich muss auch mich nur auf den Zahlen stützen, weil ich das mit der Klassifikation mit Feature Importance herausgefunden habe. Aber es ist im Datensatz, den ich mir angeschaut habe, dann so, dass die natürlich dann erhöht sind, die Werte, bei einigen Teilnehmern, die aber auch natürlich durch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen Datensatz von einem Teilnehmer habe und die vergrößert sich nur an einer Stelle, sondern insgesamt in dem Schummelverhalten ist dann die linke Pupille, sage ich mal, vergrößert und hat einen Einfluss auf, hat einen erhöhten Einfluss, wenn ich eine höhere Pupillengröße habe auf dem linken Auge, damit ich schummle. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt nur an einer Stelle mal kurz ein linkes Pupille habe, das vergrößert ist und das rechte ich nicht, sondern es ist eher das ins Gesamte gesehen. Wenn man vielleicht weiß, was, also versteht man das, was ich meine? Also ich glaube, es ist ein bisschen schlecht ausgedrückt. Aber ich meinte, dass es quasi nicht ein hoher Ausreißer ist, der mal kurz das linke Pupille sich vergrößert, sondern es ist eher eine Gesamtentwicklung, die damit einfließt. Auch wenn es ein bisschen, ich finde es auch, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schwer vorstellbar, weil es eben nur die linke Pupille ist. Ich bin auch noch ein bisschen am Rätseln, warum nur die linke Pupille, ob es was mit dem Schatten auch vom Experiment-Setting zu tun hatte, dass vielleicht hier auf der Seite weniger Schatten war und daher die Pupille größer ist. Da bin ich noch ein bisschen am Rekonstruieren. Aber ich finde es auch ein bisschen interessant, finde ich es hier an der Stelle. Aber ich muss auch sagen, es ist ein bisschen, hört sich etwas auch amüsant an. Okay, danke. Dann nehme ich einfach an, dass die Pupillengröße, die von dem Tobii Eye Tracker über die Zeit erfasst wurde, dass dann statistische Maße dann abgeleitet wurden. Mittelwert, genau, Median, genau. Maximin oder was auch immer dann. Okay. Exakt. Weil skaliert, genau. Wo die ganze Zeitdimension quasi rausmuliert wurde. Sie hatten auch noch eine Frage, aber kann ich kurz. Ist gut. Weil das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Sie hatten ja jetzt quasi auf, also die Klassifikation wird ja auf dem gesamten Experiment durchgeführt, beziehungsweise es wird ja gefragt, wurde in dem Experiment geschummelt oder nicht. Mhm. Würden Ihre Daten auch, ich sag mal, zeitabhängige Einsichten zulassen, also die Frage beantworten können, wann wurde geschummelt? Geht das oder ist das gar nicht mit annotiert, mit aufgezeichnet? Das sind wirklich, ja, sehr, sehr guter Punkt. Vielen Dank. Den wollte ich auch noch ansprechen. Und zwar ist es eine, sage ich mal, eine, wie meine Dr. Mutter Maike sagen würde, eine Best Practice, die wir jetzt mitgenommen haben aus diesem Experiment. Also wir haben quasi das Experiment so durchgeführt, dass wir die Studierenden hingesetzt haben und die haben, ich habe jetzt aufgezeichnet, die Minuten, während eine Aufgabe bearbeitet wurde, ich habe den Datensatz dazu, aber wir haben keine Annotation am Anfang durchgeführt. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche AOIs oder Gebiete, Areale markiert, die ich besonders hervorheben will. Das heißt, ich kann auch nicht die Zeitpunkte rekonstruieren, wann geschummelt wurde. Das ist ein ganz, ganz großes Manko in dem Datensatz, den wir haben, was wir jetzt nämlich in das zweite Experiment mitnehmen, dass wir das hier nämlich beachten, damit wir die genauen Zeitpunkte haben, damit wir genau die Muster zu dem Zeitpunkt nämlich analysieren können, wie die genau verlaufen. Das ist nämlich hier ein ganz großes Problem. Wir haben quasi kleine Zeitstückchen von den einzelnen Aufgaben und hier treten gewisse Sachen auf. Und hier war es dann erstmal nur möglich zu schauen, was ist denn ungefähr eine Ähnlichkeit, was in allen Datensätzen gleichzeitig passiert, wenn geschummelt wird. Und das ist unglaublich schwierig, was uns daher sehr, sehr wichtig war, jetzt in die zweite Studie mit reinzunehmen, dass wir hier raus lernen und das eben mitnehmen. Das ist wirklich ein guter Punkt. Okay, danke. Ich hätte noch ein, zwei Fragen, aber gibt es hier im Raum noch weitere Fragen? Ja, okay. Ja, auch danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, das ist jetzt hier so ein Labor-Setting, also das Licht ist gleich, die Personen schauen alle gleich. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, wo so Technologien dann eingesetzt werden würden, also keine Ahnung, jetzt hier beim Kollegen am Flughafen, Terrorabwehr, einer steht rum und schaut links, rechts, aber dann würde ich mich fragen, ist, geht man da auch auf Eye-Tracking? Und dann ist es ja nochmal deutlich anspruchsvoller oder herausfordernder als so ein Laborsetting. Und also die Frage, wo fließen jetzt diese Forschungsergebnisse ein und was ist irgendwie so Stand der Dinge,
wo sowas eingesetzt wird. Vielen Dank. Also ist es, da muss ich noch ganz kurz ein bisschen ausholen davor. Das ganze Projekt ist quasi während der Corona-Zeit entstanden. Ich war vor meiner jetzigen Anstellung an der Hochschule Neu-Ulm im Projekt Kompetenzorientiertes Lernen. Die hatten zum ein Teilprojekt Online-Schummelverhalten zu minimieren. Das war wirklich am Anfang der Corona-Phase entstanden, weil es nämlich durch die Häufigkeit der Online-Prüfungen zu vielen Schummelmanövern kam. Und daher ist dieses Projekt entstanden, dass man hier etwa eine Technologie entwickelt oder irgendwelche Auffälligkeiten entdeckt, die wirklich aufs Schummeln hindeuten. Das ist quasi so mein Projekt gewesen. Ich habe daran gearbeitet. Und der ursprüngliche Gedanke war, dass man diese Technologie oder diese Erkenntnisse ungefähr mitnehmen kann, auch in Online-Prüfungen. Das ist natürlich nicht möglich wegen Datenschutz und vielen verschiedenen Sachen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, da weiß jeder selber Bescheid, dass es quasi eigentlich nicht möglich ist. Dann war es dazu gedacht, die Erkenntnisse wirklich aus wissenschaftlicher Sicht mitzunehmen, wie man eben Schummelverhalten erkennt und welche Auffälligkeiten dabei entstehen. Das war quasi der Plan, dass man vielleicht Best Practices schreibt, wenn jemand zum Beispiel häufig nach rechts oben guckt, dass man wirklich so einen Katalog hat, die auf Schummeln hindeuten, damit man dann mehr die Dozenten schult, um damit umzugehen. Das war so der Plan. Ich arbeite jetzt nicht mehr in dem Projekt, daher ist quasi, nehme ich hier dieses Experiment mit, habe ein zweites in der Pipeline, quasi mein Fokus ist jetzt nur noch, Eye-Tracking-Daten wirklich gezielt vorzubereiten für die Analyse und das Ganze zu generalisieren, damit das dann später eben nicht nur auf einen Fokus spezialisiert wird, sondern dass ich quasi, habe ich jetzt nicht am Anfang vorgestellt, das ist quasi der Plan, dass es eine Webseite gibt, die man nutzen kann zum Beispiel, um seine Daten, man lädt seine Eye-Tracking-Daten hoch, bekommt einen Vorschlag für eine Optimierung und kann auch wirklich an verschiedenen bei den einzelnen Varianten, die ich vorhin vorgestellt habe, sehen, was mit den Daten passiert, wie die Daten beschaffen sind. Das ist jetzt quasi das, was das Outcoming dann später werden soll, dass man wirklich etwas zur Verfügung stellt, damit Eye-Tracking-Daten wirklich gezielt bearbeitet werden können und auch wirklich auf die Unterschiedlichkeit eingehen können. Dass man wirklich so eine Pre-Processing-Pipeline so modular aufbaut. Das ist quasi so das Ziel, wo wir jetzt hinwollen. Danke. Ja, danke für die Fragen. Ich habe auch noch eine Frage. Ich meine, mit dem Eye-Tracking, gerade für uns an der Fernuni, wäre das natürlich auch eine spannende Sache. Jetzt ist die Fernuni natürlich in Deutschland, nicht in China, also auch, auch schon problematisch. Dennoch hatte ich nochmal eine technischere Frage. Die Fixation, filtern Sie die raus? Also werden alle Stillstände oder ja, wenn die Augen halt etwas fokussieren, auf etwas fixieren, weniger als 10 Millisekunden, werden die rausgelöscht oder wie machen Sie das? Weil da gibt es ja Tausende dann oder Millionen oder wie auch immer wie viel. Genau, also die, ich sag mal so, bei der Klassifikation habe ich die tatsächlich rausgenommen, weil das sind quasi die gleichen Werte, die bei den Blickkoordinaten auftauchen, nur über mehrere Zeitzustände. Das heißt, die bleiben quasi immer die gleichen Blickwerte. Das ist quasi nur eine Angabe, dass hier länger fixiert wird. Das heißt, ich habe einen Zeitstrahl oder ich habe meine Zeit, die abläuft. Dann habe ich 20 Blickkoordinaten und von den 20 Blickkoordinaten sind vielleicht 10 Fixation. Und die kann ich dann eben nachmodellieren. Also was wir jetzt auch gerade machen, ist, dass wir wirklich diese Fixation in sogenannten Graphen ummodellieren. Die Fixationen werden dann dargestellt eben als größere Anhäufung von Blickpunkten, die dann übergehen. Das sind die Sakkaden, das sind dann die Kanten. Und dann haben wir wieder neun Knoten, die wieder aus mehreren Fixationen bestehen. Also das ist eher notwendig in der Einzelbetrachtung. Also ich nehme die quasi in der Klassifikation raus, aber es ist quasi in der Nachmodellierung des Blickverhaltens trotzdem wichtig, dass man die hat, damit man wirklich weiß, wo fällt länger der Fokus drauf. Das heißt, hier kann ich dann nochmal nachanalysieren. Unter den Fixationen an sich kann ich nochmal nachjustieren oder nachprüfen, wie die genauen Blickpositionen verlaufen und wo wirklich der häufigste Fokus in welcher Kombination auftritt. Also da kann man sie nicht in der Analyse rausnehmen, aber man kann sie nicht speziell wirklich gut für die Klassifikation
verwenden. Momentan kann sich natürlich noch ändern, aber mein jetziger Stand ist, dass ich diese noch nicht in die Klassifikation mit reinnehme, aber eine essentielle Information darstellen, was das Blickverhalten angeht, was man vielleicht noch kombiniert analysieren muss dann. Okay, vielen Dank. Frau Opel, Sie haben noch eine Frage? Dankeschön. Interessanter Vortrag. Mir ist jetzt gerade bei der Diskussion noch eine Frage gekommen. Die Personen gucken ja auf Inhalte. Kann man im Nachhinein auch noch die Verbindung der Blickrichtung mit den Inhalten auf dem Bildschirm exakt nachvollziehen, um dann zum Beispiel zu sehen, auf welche Linie gucken die oder auf welche Grafik gucken die, was, um da einfach nochmal eine Kontextualisierung hier zu bekommen? Auch vielen Dank für die Frage. Also das ist quasi teilweise möglich. Das ist auch etwas, was ich vorhin angesprochen habe. Wir hatten die Daten nicht annotiert. Das heißt, ich habe jetzt nicht oder auch nicht die Areale habe ich nicht markiert, sondern ich habe nur die Eye-Tracking-Daten die ganze Zeit, die anfallen. Natürlich habe ich die Koordinaten, wo jeweils hingeschaut wird. Das heißt, hier ist ein Nachmodellieren auf jeden Fall möglich. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich habe wirklich die Textkoordinaten als Box für mich definiert und dann hier nochmal eine Unterteilung gemacht, um zu schauen, wie viele Blicke fallen in die obere Textbox, wie viel fallen in die untere Textbox. Das ist auf jeden Fall im Nachträglich möglich und das mache ich auch, um wirklich dann abzutesten, wann wird in welches Areal geschaut. Das ist sogar nachträglich ohne Annotation möglich. Genau, das hat bisher auch im Clustering eine kleine Erkenntnis gebracht, dass zum Beispiel im rechten oberen Eck, da wurde recht häufig hingeschaut, wenn geschummelt wurde. Also das kam jetzt dabei raus und damit kann man auch gut arbeiten. Okay, danke schön. Okay, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ein wirklich spannendes Thema. Ich ergänze gerne nochmal kurz was dazu, wo wir jetzt in die Pause gehen. Wir hatten damals auch mit Eye-Tracking-Daten ein Projekt gehabt, wo es darum ging, kurze Texte zu übersetzen von Englisch nach Deutsch oder umgekehrt. Und was wir dort gemacht haben, was vielleicht auch für Sie dann relevant werden könnte, ist, wir haben auch noch eine weitere Modalität hinzugenommen, die Keystrokes, also was letztendlich gedrückt wurde auf der Tastatur. Und diese Kombination war dann halt recht interessant, weil wir dann zwei Sachen gelernt hatten. Nummer eins ist, die übersetzten Texte werden immer länger. Ja, also der übersetzte Text ist immer länger als der Originaltext, hat jetzt nichts mit den Eye-Tracking-Daten zu tun und hat auch nichts damit zu tun, ob es ein Anfänger ist oder ein professioneller Übersetzer ist. Die Texte werden halt immer länger. Und die zweite Sache, die wir herausgefunden hatten in der Kombination von Eye-Tracking-Daten und Keystroke-Logging-Daten ist, wenn jemand bei der Textübersetzung einen Text gelöscht hat, also Backspace gedrückt hat, dann ist es davor immer eine Fixation gewesen von, ich glaube, 300 Millisekunden oder sowas. Also derjenige hat erst überlegt und dann gelöscht, was schon mal gut war. Und ich glaube, wenn wir das hier zeitabhängig betrachten, dann können wir sicherlich was Ähnliches sehen. Also dass die Leute, die schummeln, an den Stellen, wo sie schummeln, wahrscheinlich kurz überlegen, länger überlegen, es entsteht eine Fixation. Und ja, spannend, das auch in Zukunft zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Gut. Vielen Dank. Ja, dann nochmal, Frau Landes, vielen Dank für die Präsentation, für die schönen Einsichten in dieses Projekt und auch für die Diskussion. Und dann haben wir jetzt eine Pause, eine Kaffeepause bis 11.30 Uhr. Und wir würden dann um 11.30 Uhr hoffentlich in der gleichen Besetzung, ich schreibe noch schnell die Namen auf, nein, hoffentlich in der gleichen Besetzung dann weitermachen und uns das Tierwohl-KI-Projekt genauer anschauen. Gut, dann vielen Dank und bis gleich. Gut, für alle hier im Raum und alle an den Monitoren, Bildschirmen daheim, willkommen zurück. Und ja, wir starten in den letzten Vortrag dieser Session. Dieser Vortrag, wie schon angedroht, geht es um die Entwicklung einer KI für automatisierte Tierschutzkontrollen in der Schweineschlachtung. Und der Sprecher ist Herr Rüdiger Brecht. Und damit übergebe ich Ihnen dir das Wort. Viel Spaß.
Dankeschön. Vielleicht noch einmal zu meiner Person. Ich hatte quasi so ein PhD in Kanada gemacht und danach ein Postdoc in Hamburg. Das hatte zwar eher mit Wetter zu tun, aber danach habe ich jetzt im Juli angefangen bei der Elano GmbH und bin da gleich mit auf dieses Projekt gestürzt. Und eigentlich wollte auch der Maximilian, der jetzt ja nicht anwesend ist und ich ihn hier vertrete, das präsentieren. Ja, daher bin ich noch relativ neu in dem Projekt, aber möchte trotzdem euch das hier präsentieren. Also wie wir heute schon gesehen haben, gibt es KI überall, beim Gepäck am Flughafen, fürs Eye-Tracking, aber sonst auch in der Medizin, wo man vielleicht Tumore entdecken möchte oder in der Architektur, Tierschutz. Und genau auf diesen Tierschutz geht quasi oder zielt auch dieses Projekt ab, was ich jetzt vorstellen möchte. Und zwar insbesondere der Tierschutz bei der Schweineschlachtung. Vielleicht einmal zu dem Prozess bei der Schweineschlachtung. Es gibt quasi ein Lieferfahrzeug mit Schweinen, was bei dem Schlachthof ankommt. Dort werden dann zunächst die Schweine entladen. Also der erste Schritt ist quasi die Entladung, wo die Schweine dann erstmal im Stall sich ausruhen können. Und anschließend werden sie über einen so einen Laufweg zugetrieben zu der Betäubungsanlage, wo sie betäubt werden. Anschließend werden sie dann entblutet und danach kommt quasi die Fleischgewinnung. Genau, aber auch hier bei der Schlachtung oder diesem Prozess der Schlachtung gibt es bestimmte Vorschriften und Regeln, um quasi einen Tierschutz zu gewährleisten und Schäden während der Schlachtung zu minimieren. So, insgesamt passiert das hier an einem Pilot-Schlachthof, wo dieses Projekt quasi stattfindet. Vielleicht aber erst einmal, dass es auch noch andere Sachen gibt, und zwar nicht nur KI für Schweineschlachtung, sondern auch KI für Putenmast, wo vielleicht dort das Verfahren bewertet wird. Andere KI-Methoden umfassen zum Beispiel Verhaltensänderungen oder wie sich jetzt Schweine bewegen. Oder man kann quasi klassifizieren, ob Schweine krank sind. Aber erstmal zu unserem Projekt. Dieses möchte ich anhand des Data Science Prozessmodells vorstellen. Vielleicht insgesamt kann man dazu einmal sagen, ich werde hier den gesamten Projektablauf beschreiben und nicht nur den Data Science Part sehr detailliert beschreiben oder halt in diesem Fall eher weniger detailliert, sondern den gesamten Ablauf präsentieren. Wenn wir uns hier diese Grafik auf der rechten Seite anschauen, dann sehen wir quasi in Rot diese gesamte Domäne, was in unserem Fall dieser Tierschutz am Schlachtbetrieb ist. Und es geht quasi darum, einen Projektauftrag umzusetzen oder ein bestimmtes Problem zu lösen. Und in diesem Projektauftrag wird zumindest dieses Problem erstmal eingeschränkt und auch die Verantwortlichen oder die Team-Members oder Mitglieder quasi identifiziert und zusammengestellt. Wenn man dann quasi dieses Team zusammen hat und eine Projektskizze oder die genaue Problemstellung identifiziert hat, geht es weiter mit dem eigentlichen Data Science Part. Es ist hier der erste Schritt, ist dann die Datenbereitstellung, wo, wie wir das eben auch schon gesehen hatten in den anderen Vorträgen, man hat Daten, die muss man preprocessen, irgendwie zugänglich machen. Und dann werden diese Daten quasi weitergegeben an das Data Science Team oder Person. Das ist dann dieser Analyseschritt. Dort wird quasi das Machine Learning Modell oder die Machine Learning oder dieser Data Science Part umgesetzt. Und dann unter bestimmten Metriken, wie wir heute zum Beispiel gesehen hatten, dieser Root Mean Square Error oder anderen Metriken quasi bewertet, um gewisse Rückschlüsse zu ziehen. Das ist quasi dieser Fall hier, dass man dann sagen kann, okay, vielleicht in diesem Bereich bräuchten wir mehr Daten. Bitte gebt uns dafür mehr Daten bereit, sodass wir dieses Modell verbessern können. Als nächstes geht es dann quasi um den Nutzen, die Nutzbarmachung, sodass man zum Schluss vielleicht irgendwie eine Art Software hat. Also der erste Schritt ist quasi die Nutzbarmachung und dann quasi der Nutzen für die Domäne. Für die Nutzbarmachung
möchte man quasi auch eine Interaktion zwischen den Data Science Leuten und den Domain-Experten haben, sodass man immer wieder eine Rückmeldung bekommt. Das sind quasi diese rückwirkenden Pfeile, um dieses bestehende oder diesen bestehenden Algorithmus zu verbessern. Gut, also genau diese Schritte werden wir jetzt abarbeiten oder uns da durchhangeln. Fangen wir erstmal mit dem Projektauftrag an. Also vielleicht das einmal ganz einfach runtergebrochen, aber noch nicht zu detailliert in einem Satz. Es geht quasi darum, das Einhalten des Tierschutzes an Schlachtbetrieben mittels eines KI-basierten Systems automatisiert zu überwachen. Also das erstmal so als einen Satz. Das Grobe möchte man erreichen. Gut, wie macht man das am besten? Man braucht quasi mehrere Teammitglieder, wie wir eben schon angesprochen hatten. Und zwar gibt es in diesem Projekt quasi den Schlachthof, wo das quasi ausprobiert wird. Und auch Tierschutzbeauftragten, quasi schon die Domänexperten sind, die das bewerten können. Die anderen Domänexperten in diesem Bereich sind quasi die Tierärzte von dem Amt in Ulm. Dann für den Data Science Part gibt es quasi das Fraunhofer-Team und dann hier von der Elanio GmbH die Systementwicklung. Als nächstes, wenn man jetzt quasi diese ganzen Leute zusammen hat, geht es darum, quasi diese Rollen und Aufgaben zu verteilen, aber auch dann zu schauen, was kann man genau umsetzen mittels einer Machbarkeitsstudie. Das sieht dann ungefähr so aus, dass man verschiedene Use Cases, vielleicht kann man das jetzt schlecht lesen, aber als Beispiel ist hier ein Use Case, Klassifikation von Videoaufnahmen beim Entbluten. Und dann wird das quasi anhand von verschiedenen Punkten bewertet. Insgesamt bekommt man eine Gesamtbewertung basierend auf diesen anderen Bewertungsmetriken. Zum Beispiel, hat es einen Mehrwert für den Schlachtbetrieb oder ist es tierschutzrelevant oder gibt es quasi eine Forschungsfrage, eine neue Frage, die damit quasi beantwortet werden kann, etc. Und jede von diesen Rubriken wird quasi einzeln bewertet, sodass man eine Gesamtbewertung bekommt und dann diesen Use Case quasi als sinnvoll erachten kann oder weniger sinnvoll. Und insgesamt, ist jetzt auf der nächsten Folie hier, dieser rot umkreiste Use Case, haben wir uns dafür entschieden, videobasierte Erkennung auffälliger Mensch-Tier-Interaktion beim Zutrieb, also diese zu fokussieren. Das ist jetzt noch nicht der letzte Schritt, aber erstmal sozusagen von diesen Bewertungsmetriken erfüllt dieser Use Case die meisten, dass man halt einen Mehrwert für Data Science hat, ein Tierschutzbeauftragter damit unterstützt wird und auch die methodische Machbarkeit da liegt und so weiter. Okay, was genau bedeutet das jetzt? Hier auf der linken Seite sehen wir so eine Skizze. Das hier soll jetzt einmal den Schlachthof sozusagen symbolisieren, wo zunächst hier auf der linken Seite in diesem grauen Bereich die Anlieferung passiert und vielleicht auch der Stall ist, etc. Und dann in diesem blauen Bereich, da laufen dann quasi die Schweine lang und kommen dann zu dieser Betäubungsanlage. Und genau dieser Bereich ist quasi für uns von Interesse, wo wir diese KI einsetzen möchten, um mittels Videoaufnahmen Szenen zu identifizieren, die quasi problematisch sein könnten. Was genau bedeutet jetzt hier aber zum Beispiel problematisch? Als vielleicht wichtigster Punkt ist hier dieser Gangbereich. Und hier ist ja quasi auch so eine Kamera und da steht eine 5. Das heißt, in diesem Abschnitt, das ist quasi durch so ein Tor getrennt, dürfen maximal 5 Schweine quasi sich aufhalten, die dann weiter zur Betäubungsanlage gebracht werden. Hat man dort zum Beispiel zu viele Schweine, könnte es halt sein, dass sie nicht richtig betäubt werden und damit die Schlachtung halt nicht so gut ist. Ja, also in anderen Worten, es ist sehr wichtig, dass hier diese Anzahl von 5 nicht überschritten wird. Dann hat man diesen Gang davor, da sollten quasi maximal 10 Schweine auftreten, damit die hier immer in diese Fünfergruppen unterteilt werden können. Diese 10 ist eher eine Richtzahl. Wenn quasi dort jetzt mal 11 sind, ist es
nicht ganz so schlimm, als wenn hier unten 6 sind. Insgesamt funktioniert das dann so, dass hier diese Kameras hat. Davon wird quasi Videomaterial gesammelt. Das durchläuft so ein, ich nenne das jetzt hier mal KI-Algorithmus. Und zum Schluss hat dann jemand die Möglichkeit, sich problematische Situationen anzuschauen als Tierschutzbeauftragter und dann selbst zu klassifizieren, ob das jetzt ein Verstoß ist oder nicht. Basierend darauf können natürlich dann vielleicht, wenn jetzt hier Mitarbeiter die Schweine quasi hier durchschleusen, eine Rückmeldung bekommen, was sie vielleicht richtig und falsch machen. Insgesamt haben wir dann 6 Situationen. Also eben hatte ich das mit diesen Schweineanzahlen genannt. Es gibt aber noch 5 weitere, die quasi so eine Art Vormerken für den Tierschutzbeauftragten bedeuten. Zum Beispiel ein auffälliges Verhalten von einem Schwein, wenn es jetzt sitzt oder liegt, dann ist es vielleicht schwach oder nicht ausgeruht oder ich weiß nicht, dann muss es halt gesondert behandelt werden. Dann haben die Leute, die dort arbeiten, so ein Paddel, das hatte ich hier versucht so ein bisschen darzustellen, womit sie halt das Schwein irgendwie so fortbewegen können, aber nett. Also sie sollen jetzt nicht quasi wild auf so ein Schwein losschlagen. Das heißt, soll identifiziert werden, ob so ein Schlag insgesamt vorliegt oder insbesondere auf so eine sensible Stelle wie der Kopfbereich oder der Schwanzbereich. Dann gibt es bestimmte Treibwerkzeuge, die halt nicht zulässig sind. Zum Beispiel ein Elektrotreiber, das macht dann so einen Elektroschlag und die ist nicht mehr zulässig. Das heißt, wird so ein Objekt quasi identifiziert, dann gibt es quasi auch Problematik. Und Personen dürfen sich nicht in jedem Treibgang quasi aufhalten oder sollen sich nicht aufhalten, wenn dort Schweine vorliegen. Das kann man so verstehen, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Schwein irgendwie sitzt und eine Person kriegt es dann mit dem Paddel nicht richtig bewegt, dann geht vielleicht die Person in den Treibgang und zieht und zerrt an dem Schwein herum und das soll einfach nicht stattfinden. Genau, das sind also diese identifizierten Situationen, um die wir uns jetzt quasi kümmern möchten oder der Data Science Bereich sich denn kümmern möchte. Das ist dann der nächste Punkt. Ich habe jetzt hier quasi so ein Diagramm, was wir Stück für Stück ablaufen, wie wir eben auch in dem anderen Diagramm gesehen hatten, dass wir erst bei dieser Datenaufbereitung sind. Das ist dann dieser Data Engineering Bereich, dann die Analyse, was dann dieser Data Science Bereich ist und dann die Nutzung für diese Application. Aber jetzt erstmal zum Data Engineering oder Datenbereitstellungsbereich. Also wir sind bei diesem Schlachthof und wir brauchen Videos und Bilder. Dafür braucht man quasi Kameras, die aufgestellt werden und zwar datenkonform und robust. Also ja, die sollten halt bestimmten Witterungsständen standhalten. Andererseits eine hohe Framerate haben, dass wenn man jetzt so einen Schlag mit so einem Paddel aufnimmt, dass man genügend FPS hat, um den zu sehen. Also in diesem Fall hatten die Kameras so einen FPS-Bereich von 50 und auch eine hohe Auflösung von Full HD. Ah, genau. Und dann geht es natürlich auch, wie kommen die Daten quasi von den Kameras zu dem System, womit dann auch die, also einerseits die Nutzer interagieren können, andererseits die Data Science-Leute, um quasi diese Software bereitzustellen. Dabei müssen quasi diese Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Bei den Videos bedeutet das zunächst, dass sie verpixelt werden, dass man jetzt keine Gesichter erkennen kann und somit die Privatsphäre von den Leuten schützt. Klar, braucht natürlich auch eine Datenbank und einen Server und ja, die ganzen technischen Sachen. Und wenn das dann erstmal alles aufgebaut ist, hat man quasi Videos, die bereitgestellt werden. Und zwar in diesem Fall werden die unterteilt in 5-Minuten-Abschnitte. Das heißt, man hat immer ein Video von 5 Minuten mit 50 FPS. Und dieses Video wird quasi dann bearbeitet in dem Sinne, dass man ja, also Daten für den Data Science-Bereich
zur Verfügung stellt. Das passiert quasi in diesem Tagging-Bereich. Das bedeutet, man hat, vielleicht kennt ihr das eh alle, aber nochmal um das darzustellen, man hat quasi Bilder und bestimmte Objekte, auf denen man etwas erkennen möchte. Aha, hat man hier zum Beispiel so ein Programm, das heißt, jetzt passiert. Egal, sieht man ja trotzdem noch. Genau, hat man hier quasi diesen Gangbereich, wo die Schweine langlaufen, eine Person, die mit so einem Paddel diese Schweine quasi treibt und kann quasi hier markieren, was ist ein Schwein mit so einer Box und auch andere, also zum Beispiel, was ist das Paddel, was ist dieses Tor, was ist vielleicht eine empfindliche Stelle bei so einem Schwein, etc. Genau. Das passiert quasi dann in diesem Tagging-Bereich. Und das schließt in diese Datenbereitstellung ab. Und nun kommen wir zu dem, ja, gerade geht das Klicken nicht. Jetzt? Aha, ja. Okay, kommen wir zu dem nächsten Bereich, also diesem Analysebereich, wenn wir diesem gesamten Kreis folgen, was dieser Data Science Bereich effektiv ist. Da hatten wir eben gesagt, wir haben quasi jetzt Bilder mit Labels zur Verfügung und dort müssen wir etwas, also eine Art von ja, Algorithmus entwickeln, der basierend auf diesen Daten ja diese Szenen erkennt. Also zunächst wird quasi ein Objekterkennungsmodell trainiert. Vielleicht kennt ihr das YOLO-Netzwerk oder diese YOLO-Modelle. Da kann man quasi Bilder und zugrunde liegende Labels übergeben und damit wird dieses Netzwerk trainiert, um Objekte zu identifizieren auf einem Bild. Hier einmal, genau, sehen wir so ein Output von diesem Netzwerk und die Objekte, die ein Teil der Objekte, die erkannt werden. Hier ist zum Beispiel eine Person, die wurde dann mit einer Präzision von knapp 90% erkannt. Haben wir hier quasi Schweine, die identifiziert wurden. Und hier in der Ecke, vielleicht sieht man es ein bisschen schlecht, ist so ein sitzendes Schwein. Und das wurde dann mit ca. 80% Genauigkeit erkannt. Genau, sobald dieses Modell quasi steht, können wir quasi zu jedem Bild diese Objekte identifizieren. Und als nächstes geht es quasi um die Logik, die darauf aufgebaut wird, um die Videoanalyse selbst zu machen. Das heißt, wir haben jetzt für jedes Frame diese Objekte und können dann diese Szenarien klassifizieren. Also zum Beispiel, gibt es dort ein sitzendes oder liegendes Schwein? Wenn ja, dann gibt es quasi hier zu diesem Zeitraum quasi eine Problematik. Das ist dann dieses auffällige Schweineverhalten. Dann gibt es aber auch ein bisschen kompliziertere Sachen, wie zum Beispiel die Zählung von Schweinen in einem Bereich, wo man beachten muss, dass Schweine rein- und rauslaufen können. Das heißt, man hat irgendwie so einen Tracking-Algorithmus, der, wenn jetzt so ein Schwein erkannt wird, dem eine ID gibt und solange dieses Schwein erkannt wird, immer die gleiche ID hat, sodass man das, wenn es sich in einem bestimmten Bereich aufhält, ja einfach zählen kann und wenn es da wieder rausgeht, wieder subtrahieren kann. Und ist quasi dann ein Tor irgendwann geschlossen, so schließt man dieses Zählen ab und kann dann sagen, okay, hier ist jetzt die zulässige Anzahl von Schweinen oder halt nicht. Dann gibt es noch diese ja, schlechte Verwendung von dem Treibpaddel. Und zwar wollen wir dort die, ja, die Schläge identifizieren. Das könnte man ja, zum Beispiel so machen, dass man eine Geschwindigkeit über mehrere Frames ermittelt. Also einfach, man nimmt jetzt irgendwie den Mittelpunkt von diesem Paddel, was erkannt wurde, über mehrere Frames und sieht quasi eine zurückgelegte Distanz über diese Frames, was eine Art Geschwindigkeit ergibt. Und dann kann man quasi einen Threshold setzen, dass sobald die Geschwindigkeit über diesem Threshold ist, dass quasi ein Schlag vorliegt. Da muss man natürlich beachten, dass die Kameraperspektive
und wo die Person sich gerade aufhält, das unterschiedliche Werte ergibt. Insgesamt kann man natürlich auch sagen, dass die Objekterkennung ist nur so und so genau, und was quasi nicht erkannt wird, kann man dann auch mit der Logik nicht immer abfangen. Das heißt, insgesamt, geht es jetzt zu dieser Analysephase, wo man quasi sich Metriken überlegt, um zu schauen, okay, was wird quasi gut identifiziert und was schlecht. Hier vielleicht an dieser Stelle, diesem anderen Bild hatten wir ein sitzendes Schwein gesehen. Es passiert quasi weniger häufig, dass ein Schwein sitzt, als dass ein Schwein quasi sich bewegt oder steht. Das heißt, man muss dann quasi gezielt dafür Bilder raussuchen, um das Modell damit anreichern, um das zu verbessern. Das sieht man dann zum Beispiel in diesen Scores. Also hier dieses Verhalten von Schweinen kann man dann so ermitteln, dass man einen Testdatensatz hat, wo es Schweine gibt, die halt sitzen, und schaut, ob das Modell das erkennt. Kann man dann diesen Wert hier sich anschauen. Das heißt, man hat eine 50-prozentige Überlappung der Vorhersage des Modells dieser Box mit der von den Taggern erstellten Box, also der wahren Box, also Box in dem Sinne, das ist quasi dieses Quadrat um das Objekt. Und wenn es quasi 50% überlappt, dann wird es quasi als erkannt gezählt, und dann würden quasi hier knapp 90% so erkannt. Wenn man jetzt aber eine höhere Überlappung haben möchte der Boxen bis zu 95%, dann ist es quasi schwieriger, das zu erreichen. Und damit wird der Wert hier geringer. Also es ist quasi für diese Intervalle 50 in 5er Schritten bis 95 den Wert gemittelt, hat man dann quasi nur noch 65%. Genau, so kann man quasi identifizieren, bei welchen Sachen. Hier zum Beispiel unsachgemäßige Verwendung vom Treibwerkzeug, haben wir hier einen eher geringeren Wert. Das heißt, da kann man dann nachsteuern, dass man mehr Bilder mit sich vielleicht bewegenden Paddles, die irgendwie verwischt sind, zu dem Trainingsdatensatz hinzufügt, um quasi hier diese Werte zu verbessern, um eine bessere Szenenerkennung zu gewinnen. Okay, das heißt, wir haben jetzt verstanden, wie wir quasi Videos bekommen, die werden dann getaggt. Dann haben wir ein Modell, was trainiert wird, und eine Logik, die darauf aufgebaut wird, um Szenen zu identifizieren. Letztendlich werden dann diese Videos mittels diesem Algorithmus verarbeitet, und da kommen wir quasi dann zu erkannten Szenen in einem Video, die dann für einen Nutzer bereitgestellt werden müssen über ein Interface. Also es ist jetzt quasi so, dass man in diesem Schritt eine Rückmeldung von zum Beispiel einem Tierschutzbeauftragten braucht, um sagen zu können, wie gut das funktioniert, in dem Sinne, dass, okay, dieser Algorithmus schlägt diese Szenen vor. Stimmt das denn? Oder sind diese korrekt vorgeschlagen? Und das funktioniert hier über so eine Art Webseite auf diesem Server, wo dieser Tierschutzbeauftragte Zugriff drauf hat und dann quasi sich einzelne Szenarien, die vorgeschlagen wurden, anschauen kann und die bewerten kann. Hier. Also das heißt, hier kann man quasi den Zeitraum auswählen. Hier kann man die Kameras, hier haben wir vier Kameras und dann diese verschiedenen sechs Szenarien. Dann gibt es quasi hier die verschiedenen Videos, diesen 5-Minuten-Abschnitten, und kann dann quasi hier schauen, welche Szene quasi vorliegt. Quasi zu viele Schweine in dem Eingang sind oder zu viele Schweine, also die Anzahl von 5 überschritten wurde in dem anderen Bereich. Schwein sitzt oder liegt oder eine Person sich irgendwo aufhält, wo sie sich nicht aufhalten soll. Und dann hier rechts sehen wir quasi in diesem einen Video hier diese ganzen vorhergeschlagenen Szenen. Und dann hat man quasi immer die Möglichkeit, hier klickt man da drauf, kommt zu der Sekunde 25 und kann dann sagen, aha, da ist das passiert oder nicht. Also hier kann man das dann anwenden und kriegt dann quasi so eine Statistik über
die Verhalten, die korrekt identifiziert wurden und welche nicht. Und kann quasi dann dies an das Data Science Team kommunizieren, sodass die wieder den, das Modell verbessern. Genau, das war jetzt quasi die Nutzbarmachung und nun ist quasi der nächste Schritt die eigentliche Nutzung dieses Systems und das ist quasi für den Tierschutzbeauftragten, der sich sonst quasi vielleicht ja, zufällig Zeitpunkte anschaut und mittels dieser KI quasi unterstützt wird. Das heißt, diese KI ist eine Vorauswahl von Videoszenen, die man sich anschauen sollte, die vielleicht relevanter sind als eine zufällige Szene. Aber man muss dazu sagen, dass diese KI nicht dafür ausgelegt ist, dass sie eine Entscheidung trifft. Also man möchte hier nicht, dass das komplett autonom läuft. Es ist immer noch in der Hand von einem Menschen, der entscheidet, ob etwas, also ein Verstoß vorliegt oder halt nicht. Andererseits durch diese verschiedenen wechselwirkenden Rückmeldungen lassen sich weitere Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten identifizieren und geben quasi Raum für Folgeprojekte. Dann zu der Zusammenfassung. Hier wollte ich jetzt nicht nochmal das ganze Projekt durchgehen, sondern eher so Lessons learned. Und also die erste Lesson ist quasi ja die Kommunikation im Projektteam und die klare Identifizierung der Projektziele. In diesem Fall ist es ja jetzt kein riesiges Projekt, aber schon ein größeres Projekt. Und gerade am Anfang ist vielleicht noch nicht so klar, wie das genau umgesetzt werden kann. Und während der Umsetzung identifiziert man dann weitere Problematiken. Vielleicht hier an dieser Stelle ein Beispiel. Das zunächst hat man Videos verwendet und die getaggt. Das heißt, ein Video hat irgendwie pro Sekunde 50 Frames. Man kann jetzt nicht frameweise sich da durchklicken. Und dann wurde quasi so eine Box interpoliert über einen Zeitraum, was aber dann vielleicht dazu führt, dass das nicht ganz so genau ist. Und da hat man sich später dann umentschieden, bestimmte Bilder rauszusuchen und die dann zu taggen. Und gibt es da quasi diese Problematiken. Das andere ist natürlich die Kommunikation, insbesondere von einem Tierschutzbeauftragten, der genau weiß, worauf er achten muss. Aber das muss quasi auch so kommuniziert werden, dass man das mittels Data Science auch umsetzen kann. Und genau diese Kommunikation ist extrem wichtig, weil das letztendlich beeinflusst, was man zum Schluss damit erreicht. Ja, unterm Strich kann man aber sagen, dass die Anwendung von der KI derzeit erfolgreich funktioniert, in dem Sinne, dass sie mehr Verstöße findet als der Mensch. Auch ganz einfach gesagt, es ist unmöglich, vielleicht ist es schon möglich, aber quasi unmöglich, eine Person ganzen Tag sich Videos anschauen zu lassen und dann quasi immer Szenarien rauszufiltern. Also es bleibt einem eigentlich nur die Möglichkeit, das irgendwie zu automatisieren. Damit ist aber auch das Projekt erweiterbar, dass man jetzt nicht nur Bilddaten bzw. Videodaten nimmt, sondern auch Audiodaten, die quasi auch anonymisiert und in das System mit einbaut oder weitere Szenarien identifiziert, die vielleicht problematisch sein können. Und bisher haben wir uns nur auf den Zutrieb fokussiert, aber wir haben ja am Anfang gesehen, es gibt quasi die Entladung, den Zutrieb, dann die Betäubung, die Fleischgewinnung. Das heißt, auch auf diese Bereiche könnte man quasi Kameras installieren, dazu ein Modell erstellen oder einen Algorithmus, der dann Szenarien wieder identifiziert und diese in dieses Interface mit einfließen lassen, sodass der Tierschutzbeauftragte einen größeren Überblick über den gesamten Prozess erhält. Ja, ich schließe den Vortrag ab. Und ich hoffe, ihr habt interessante Fragen. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Gibt es hier in dem Raum oder vielleicht online weitere Fragen? Ja, Herr Dorn. Dankeschön für den erstmal sehr spannenden Vortrag. Meine Frage wäre, ihr habt ja gesagt, ihr macht erstmal komplett keine Entscheidungen.
Plant ihr denn zumindest so eine Art Decision Support zu machen, also dass zumindest eine Entscheidung vorgeschlagen wird, auch vielleicht ein bisschen weiter vorauszuschauen? Hier sollte man ein bisschen Maßnahmen ergreifen, um das auch zu reduzieren, also auch einen Impact zu haben, dass man nicht nur erkennt, da war ein Problem, sondern das könnte man machen, um das vielleicht auch zu verhindern oder sowas in der Richtung, um auch Tierschutz quasi aktiv zu betreiben. Genau, das ist natürlich, wenn du noch was sagen möchtest. Ja, also ich bin sozusagen der Product Owner von dem Prozess und würde dich jetzt unterstützen. Ja, genau, ich fange jetzt mal an. Ja. Genau, also, so jetzt ist gerade schwarz. Egal, ich wollte eigentlich zu diesem Interface zurückgehen. Ah, kann ich, dann, doch, da. Also, zunächst einmal geht es ja hier um so eine Vorauswahl von Situationen, die das Potenzial haben zu einem Verstoß. Und ja, letztendlich ist denn der Tierschutzbeauftragte quasi ja nur in der Lage, etwas zu identifizieren. Aber also es gibt dann vielleicht sozusagen eine Situation, wo jetzt dieses Paddel ein bisschen stärker als normal verwendet wurde. Das ist dann vielleicht nicht so schön, aber jetzt noch nicht ein Drama. Aber wenn jetzt eine Person, sagen wir mal, da komplett ausrastet, dann kann dieser Tierschutzbeauftragte, der auch an diesem Schlachthof arbeitet, zu diesem Mitarbeiter gehen und dem Bescheid sagen, so, pass auf, das ist nicht okay, das kann man nur so und so verwenden. Also letztendlich geht es genau darum, was du gesagt hattest, dass man ja eine Rückmeldung an die Mitarbeiter gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob man gleich von Schulung reden kann, aber auf jeden Fall ist die Intention da, dass der Beauftragte die Information davon nimmt und dies an die Mitarbeiter weitergeben kann. Was vielleicht nicht in jedem Fall der Fall sein wird, aber wenn es halt zu starken Verstößen kommt, auf jeden Fall die Möglichkeit hat. So, ja. Ja, ich würde vielleicht ergänzen, also es wird tatsächlich dafür auch genutzt, um disziplinarische Maßnahmen abzuleiten. Also wenn schwere Tierschutzverletzungen vorfallen, was zum Glück selten passiert. Aber man kennt es ja aus der Presse, dass so Sachen passieren auf Schlachthöfen und da arbeiten Menschen und die ja, sind auch mal besser, mal schlechter gelaunt. Und dann werden auch diese diese Videos genutzt, um eben das komplette Team zu schulen und dann eben auch zu sagen, okay, das wurde in dem Fall richtig oder falsch gemacht. Und aufgrund dessen, dass wir noch nicht in Echtzeit die Videos analysieren, sondern aktuell noch 12 Stunden hinterherhinken mit der Verarbeitung, also es geht dann, die Videos gehen dann in so eine Verarbeitungs-Queue und werden dann erstmal anonymisiert, dann werden sie analysiert. Ist das System noch nicht so weit, dass wir zum Beispiel, also was total verboten auf dem Schlachthof ist, ist dieser Elektrotreiber. Also den darf niemand auf dem Werksgelände bei sich führen. Und da wäre das dann zum Beispiel ein Anwendungsfall, dass dann, keine Ahnung, irgendwie bei den Tierschutzbeauftragten eine Leuchte angeht und die dann eben nachschauen können, ah, okay, da wurde dieses Treibwerkzeug, also jetzt wieder Analogie zum Flughafen, da wurde eine Pistole erkannt, da stürmt jetzt der Werkschutz hin. Und diese Sachen wären praktisch denkbar, dass dann auch die KI tatsächlich in den Prozess aktiv eben eingreift. Aber es ist auch noch nicht so weit, dass jetzt unsere KI mit der Gerätesteuerung verbunden wird, dass wenn zum Beispiel dieser Fall, wo nur eigentlich 5 Schweine in die Betäubungsanlage reingehen dürfen, dass wenn die KI da 6 Schweine erkennt, dass das Tor zum Beispiel gar nicht aufgeht. Das wäre auch ein Anwendungsfall, wenn wir in Echtzeit die Sachen verarbeiten könnten, dann auch die KI mit der Gerätesteuerung verbinden könnten und da dann eben aktiv eingreifen könnten und vielleicht dann einfach einen Mitarbeiter übersteuern kann. Also wenn die KI sich irrt und da sind wirklich nur 5 Schweine, aus irgendeinem Grund erkennen wir aber 6 Schweine, dass ein Mitarbeiter dann eben aktiv sagen kann, nee, Tor geht doch auf. So Fälle sind denkbar.
Ja. Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, nämlich zu den Echtzeit. Also warum wurde das bisher noch nicht gemacht? Weil die Kameras sind ja sehr fixiert. Das heißt, das Szenario ändert sich ja eigentlich eher selten. Also ist da so häufig ein Neutraining notwendig, dass man das aufgrund dessen nicht macht, weil das einfach dann zu lange dauern würde? Weil im Prinzip die reine Inferenz müsste ja eigentlich wunderbar auch in Echtzeit funktionieren, um das zu erkennen, auch eine Zählung durchzuführen und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die Logiken danach, also ob Verstöße vorliegen, sind ja eher deterministisch, werden ja einfach berechnet, das ist ja keine KI dahinter dann, die das einfach erkennt, ist da nun Verstoß oder nicht. Warum wurde das bisher noch nicht gemacht oder wann, oder ist das quasi einfach der nächste Schritt, der geplant ist, die Echtzeitauswertung? Ja, also effektiv kann man sagen, dass, vielleicht irre ich mich gerade, aber so wie ich das bisher gesehen hatte, ist so eine Echtzeitauswertung von diesen YOLO-Modellen bei ja, diesen 20 bis 30 Frames pro Sekunde. Aber wir haben ja 50. Und das ist ja quasi die Hälfte. Somit hinkt das einfach hinterher. Ja, das ist, glaube ich, die einfache Antwort darauf. Ja, ist Rechenpower auch, die wir haben. Also wir haben jetzt eine H100, wenn ich mich nicht irre, Grafikkarte drinne. Wo wir auch viel ausprobiert haben und durch die hohe Auflösung, durch die Verpixelung, die wir machen müssen, ist da so viel Kalkulation auf der Maschine notwendig, dass wir eben noch diese Differenz haben, die zeitliche. Und es ist eben noch nicht, was dann bei diesem Elektrotreiber eigentlich möglich wäre. Frame wird bewertet, Elektrotreiber erkannt, irgendwo geht ein Alarm los, sondern eben das komplette Video wird verarbeitet, wird verpixelt, dann wird es analysiert, dann wird das Pre-Processing gemacht und ja, da ist es einfach von der Rechenpower her noch so, dass wir eben diesen zeitlichen Versatz haben. Ja, das ist das Ziel, dass wir da nah dran kommen. Aber da sind wir, da war der Fokus einfach noch nicht auf Performance, sondern jetzt erstmal auch auf Güte. Und aber diese Near-Real-Time, die streben wir natürlich an. Also sozusagen, achso, genau. Eine einfache Möglichkeit ist ja, es sind ja 5 Minuten. Sagen wir brauchen irgendwie 25 Frames per Second halt. Doppelt so lange, könnte man einfach eine zweite GPU nehmen und dann, wenn die ersten 5 Minuten durch hat, dann kommt der nächste Videoabschnitt, geht in die zweite und dann ist wieder die erste dran, um das so ein bisschen zu minimieren. Ja, da gibt es so ein paar Möglichkeiten, das einfach zu optimieren oder für vielleicht die Zählung oder bestimmte Objekterkennung ist vielleicht nicht 50 Frames pro Sekunde notwendig, so dass man da vielleicht ein bisschen, ja, spielen kann. Also genau, der Punkt ist aber sozusagen bei dieser Schlagerkennung, das sind effektiv von diesen 50 Frames 6 bis 8 Frames und da reichen denn die 20 nicht aus. Und also sogar bei dieser eher hohen Framerate, wenn das quasi schnell genug sich bewegt, dieses Paddel, verwischt es so stark auf den Bildern, dass es einfach fast verschwindet. Und dafür ist es quasi notwendig. Natürlich ist das nur aber eins von den ganzen Szenarien. Ja, und ergänzend noch, wir sind ja hier wirklich im Live-Betrieb und wir haben jetzt keine Infrastruktur in der Cloud, weil sich dagegen die Geschäftsführung eben entschieden hat, dass es eben bei denen auf den Rechenzentren bleibt. Die haben da ein sehr hohes Schutzbedürfnis und deswegen konnten wir jetzt halt schlecht spielen. Okay, jetzt nehmen wir mal eine zweite Grafikkarte mit rein und die kosten ja richtig viel, seitdem Elon Musk und Kollegen die ganzen Grafikkarten vom Markt wegkaufen. Und deswegen können wir nicht einfach mal so ein Cloud-Szenario nehmen, wo wir mal irgendwie 2 Grafikkarten buchen und dann mal was rechnen und rumprobieren. Und somit war einfach dieser Performance-Grund, den eben nochmal
den haben wir zurückgestellt. Und jetzt wollte ich noch was sagen. Genau, was wir auch machen, wir haben jetzt 4 richtig gute Kameras, halten da voll drauf und da sind wir auch noch an, da könnte man auch jetzt noch Performance-Optimierung irgendwie ableiten. Reichen da vielleicht auch 3? Reicht eine geringere Auflösung? Kann man günstigere Modelle nehmen? Ist der Winkel so, wie wir ihn genommen haben, sinnvoll? Also gerade dieses das Erkennen von einem liegenden Schwein ist dann teilweise richtig schwierig, wenn das Schwein halt sich an die Wand gelegt hat, dann wird es halt, oder auch bei der Schlagerkennung wird es halt Sinn machen, wenn man irgendwie 3D-Bewegungen berechnen könnte. Und das könnte man jetzt noch machen, aber ist halt auch ja zeitaufwendig und oder sowas, genau. Wir haben also wir haben so zu Ende 2021 das Projekt begonnen, also noch Corona, wenig Austausch und das sind so Sachen, die wir jetzt eben auch dann machen wollen, also auch mehr in den Austausch gehen. Wie machen es andere eben aus der Branche? Gibt auch bei der in der Automobilindustrie wird ja auch teilweise dann erkannt, ob jemand eingeschlafen ist. Und da dieser interdisziplinäre Austausch mit anderen Fachbereichen sich da so und auch nochmal befruchten lassen, wie man irgendwelche Sachen besser berechnen kann, da wären wir jetzt erst am Anfang. Gibt es noch eine weitere Frage? Online? Auch keine weitere Frage? Ich habe auch keine weitere Frage, weil ich das Projekt auch ziemlich gut kenne. Okay, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank nochmal für die noch eine Ergänzung, ja? Wenn ich nicht die Mittagspause crash, ja. Wo der Rüdiger so ein bisschen schnell drüber gesprungen ist, auch so diese, was wir auch vorhin angesprochen haben, so was ist jetzt eigentlich auch der Mehrwert? Also aktuell ist es so, dass ein Tierschutzbeauftragter, also das war auch was ich gelernt habe. Also ich hatte vorher mit der Schlachtung gar nichts zu tun und habe dann erst gesehen, wie professionell das auch bei so einem großen Schlachthaus abläuft. Und der aktuelle Weg ist so, dass ein Mitarbeiter sich 20 Minuten zufällig rauspickt von einem Tag, die anschaut, also der hockt sich hin, 20 Minuten, schaut diese Videosequenz an und schaut dann, ist in den 20 Minuten was vorgefallen. Und das ist so unsere Benchmark, der Fachbereich aktuell arbeitet. Und jetzt kriegt er eine Liste mit diesen Videos aus den unterschiedlichen Kameraperspektiven. Welcher Vorfall war da? Genau zu welchem Zeitpunkt dieser Vorfall auch ist. Dann kann er da auch direkt im Frontend hinspringen und kann dann eben auch die Rückmeldung geben, wurde korrekt erkannt oder nicht korrekt erkannt. Und das ist praktisch schon die Grundlage für so ein selbstlernendes System, um dann eben diesen Input zurückfließen zu lassen, um dann zu sagen oder dann uns auch die Möglichkeit zu geben, anhand von Videosequenzen die KI lernen zu lassen. Jetzt sind wir ja noch auf Frame-Ebene und wir hatten ganz am Anfang halt die große Problematik, da passiert ja nichts an dem Schlachthof. Also jetzt so ganz krasse Verletzungen kommen da nicht vor. Und dann müsste da jemand 24/7 davor sitzen und warten, bis da mal was passiert oder durch Zufall eben mitbekommen, dass da was passiert. Also kommen schon Sachen vor, so ist es nicht. Aber die halt zu erkennen und dann zu sagen, ja, okay, jetzt haben wir eine Videosequenz und mit der lernen wir jetzt. Das kann man halt dann vergessen. Und somit ist dann die Hoffnung, dass jetzt eben Tag für Tag, Monat für Monat, die KI immer schlauer wird und die Modellgüte dadurch auch dann immer besser wird. Ja, ja, hatten wir uns auch überlegt.
gerade bei X war ja neulich mal so ein Krach, also was da jetzt möglich ist, war ja, ich weiß gar nicht, war, ich glaube aus Zeitgründen haben wir uns dann einfach da gar nicht mehr, oder gab es noch einen anderen Grund, warum wir das nicht gemacht haben? Wir hatten ja mal, da wir das Problem haben, dass dieser Schlachthof sehr gut funktioniert, dass da sehr wenig Auffälligkeiten sind und auch diese Fälle halt wirklich nur sehr selten beobachtbar sind, sehr, sehr selten, hatten wir auch in Zeiten vor Gen AI schon mal überlegt, wie können wir da denn künstliche Daten erzeugen, und haben dann zu einer sehr robusten Methode gegriffen und eine Schweineattrappe gekauft. Nee. Ja. Und da der Kollege, der dann das Schwein bestellt hat, dieses Schweinemodell bestellt hat, hat dann, das war bei so einem Gartencenter, und hat dann gefragt, ob man das Schwein auch schlagen kann. Und dann war die Frau halt erstmal verdutzt, ja, warum wollen die das Schwein schlagen? Und dann hat er halt erstmal erzählt, was wir mit dem Schwein vorhaben. Und hat dann aber auch jetzt nicht so viel gebracht. Also wir haben dann so, ja, sensible Stellen und alles Mögliche gemacht, aber es war dann hatte nicht den Effekt, den wir uns vorgestellt haben. Also während des Trainings wurde sowas gemacht. Also man kann dazu vielleicht noch Folgendes sagen. Es gibt ja, wenn man sich so ein ganz einfaches Bild vorstellt von so einem Papageien, der irgendwie komplett rot ist, also vielleicht nicht komplett, aber wenn man dann quasi diesen Farbkanal einfach durchtauscht, dann ändert sich automatisch die Farbe von rot zu blau zu grün. Jetzt sind aber quasi in diesem Umfeld oder diesen Kameraperspektiven, vielleicht auch durch die Lichtverhältnisse, ich weiß es nicht genau, die eher in so einem Graubereich, und mit bestimmten Augmentations quasi passiert dann da gar nicht so viel. Und dann, vielleicht ein sehr krasses Beispiel wäre, dass man jetzt, man hat eher hellere Schweine und eher weniger häufig dunklere. Wenn man jetzt irgendwie das Bild invertiert, dass man damit vielleicht erreicht, dass auch solche dunkleren Objekte erkannt werden können. Das resultiert aber dann eher darin, dass man ein ganz neues Bild versucht zu identifizieren und nicht diesen gewünschten Effekt hat. Also ich kann mir vorstellen, ja, wenn man da mehr Zeit investiert, findet man vielleicht noch Möglichkeiten. Aber diese Methoden, die wir bisher von diesen Standard-Augmentations verwendet hatten, haben das ein bisschen besser gemacht, aber jetzt nicht, dass man sagt, oh wow, okay, jetzt haben wir hier ja richtig was gewonnen. Also ja, und vielleicht noch mit dieser Attrappe. Ich glaube, dass das Modell, was auf den echten Schweinen trainiert wurde, hat das nicht sehr gut erkannt, dieses Plastikschwein. Also da sieht man auch, wie spezifisch so ein Modell meistens agiert. Also es kann genau diese eine Sache, worauf es halt trainiert wurde. Ja. Ja, genau. Und zum Ausblick, es gibt gerade eine Gesetzesinitiative, die Schlachthöfe verpflichten soll, ihre Videodaten an die Veterinärämter weiterzugeben. Und da kommt auch der Projektgedanke her, eben von damals, ich weiß, 2019 oder so waren diese Fälle sehr publik, wo Videos aufgetaucht sind von eben so Tierschutzverletzungen, und in England wurde die Videoaufzeichnung verpflichtet. Und ja, so als Data Scientist rechnet man dann irgendwie eins und eins zusammen, weil wer soll denn diese Videos denn alle sichten? Ja, kann man nicht machen. Will auch, glaube ich, niemand machen. Also das haben wir jetzt beim Taggen auch gemerkt. Es ist einfach kognitiv nicht leistbar, 8 Stunden am Tag so Videos zu taggen. Und da ist dann, wäre dann so eine KI wirklich hilfreich. Es gibt
gibt viele Möglichkeiten, auch an denen wir noch dran sind aktuell. Ja, ja. Okay, gut. Die ersten sind eben schon gegangen. Die letzten wollen jetzt gehen. Nein. Ja, dann nochmal danke für die schöne Präsentation. Und damit kommen wir auch zum Abschluss dieses Workshops. Ich stelle mich mal wieder ins Bild, dass mich auch die Remote-Teilnehmer sehen können. So. Ja, ich danke nochmal allen Teilnehmern, dass sie hier teilgenommen haben, dass wir hier drei wirklich unterschiedliche Data Science Projekte gesehen haben. Von Gepäckschätzung am Flughafen über die Schummelerkennung bei Prüfungen bis hin zur KI im Schlachtbetrieb, um zu sehen, ob die Tiere auch nicht unsachgemäß behandelt werden. Drei wirklich schöne Themen, die nochmal zeigen, dass Data Science viel mehr ist in meinen Augen als die reine Datenanalyse. Ja, es geht vielmehr darum, erstmal in dem ganzen Projektkontext herauszufinden, was sind denn überhaupt meine Ziele, die KPIs, was will ich überhaupt erreichen und dann sich zu fragen, wie erreiche ich das. Und irgendwann auf diesem Weg kommt man dann zu dem Punkt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mein Problem formalisiert, ich kann die Daten nehmen und die Analysemethode. Ja, aber das ist, wie gesagt, nur ein kleiner Teil aus dem großen ganzen Projekt. Denn letzten Endes möchten wir auch als Data Scientisten dann eine Lösung erzeugen, die dann auch für die unterschiedlichen Domänen nutzbar ist. Gut, und damit würde ich jetzt diesen Workshop beenden. Gedankt habe ich ja schon oft genug für die zahlreiche Diskussion. Und dann können wir jetzt überleiten zum Mittagessen, das jetzt ab 12:30 Uhr stattfindet. Ich weiß nicht genau wo, aber es wird sich schon finden lassen. In der Mensa, Dankeschön. Gut, ja, dann herzlichen Dank. Und ja, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne E-Mail. Melden Sie sich. Ansonsten, vielleicht sieht man sich an der einen oder anderen Stelle sicherlich dann nochmal wieder. Okay, bis dann. Vielen Dank.